Hallo, dies ist ein Beginnervideo der Internationalen Föderation für Würfelgewinner. In der kommenden Anmoderation wurde vergessen, die Würfelverlosung ordentlich zu Ende zu bringen. Aus diesem Grund haben wir das Subjekt Tim Schwarzmeier in unsere Gewalt genommen. Wir werden ihn erst loslassen, wenn auch der letzte Würfelgewinner benachrichtigt wurde. Das haben wir nun selbst in die Hand genommen. Auf der Seite diceactors.de/steady werdet ihr herausfinden, ob ihr gewonnen habt. Und jetzt weiter zum Intro mit diesem Subjekt. Hallo und herzlich willkommen bei den Dice Actors. Hallo! Wir sind eine Gruppe aus Synchronschaffenden, die gemeinsam Tischrollenspiele spielt. Und du guckst so verwirrt. Das war grammatikalisch richtig. Du hast angefangen, ich habe mir noch die Oberlippe gepittelt, also, aber okay. Was? Das war wirklich gerade sehr spontan. Gepittelt. Es ist jetzt schon Episode 81 unserer verrückten Reise auf Taya mit den Hütern der Obeliskin. Wenn ihr keine Ahnung habt, wer wir sind und einfach so eingeschaltet habt, dann schaut doch einfach mal in Episode 1 vorbei oder bei unseren Interviews ganz am Anfang des Kanals, wo wir uns gegenseitig vorstellen und auch selber. Aber da findet ihr Rubina leider nicht, die hat aber ein eigenes Interview. Das müsst ihr euch nicht ansehen. Lass uns, bevor wir anfangen können zu spielen, doch nochmal ein paar Sachen sagen, die andere Thematiken besprechen, die weniger mit In-Time im Spiel zu tun haben, sondern organisatorischer Dinge sind. Rieke Werner. So organisatorisch ist es gar nicht. In den letzten zwei Folgen waren wir in Elenis Vergangenheit. Und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit den Folgen. Da war Rubina ja auch dabei. Ich weiß nicht, ob Tim die Folgen schon gesehen hat oder ob er sich das aufhebt für seinen Urlaub. Elenis Vergangenheit interessiert mich ein Scheißdreck. Und das, nachdem er extra für sie, naja. Und raus. Ihr habt die nur gesehen, weil ich krank war, die Vergangenheit. So, gern geschehen. Das stimmt. Für euch habe ich mich auch geopfert. Er sollte krank sein, nicht wahr? Nein. Das ist ganz schön oft krank. Ehrlich gesagt, in der Folge. Was? Ich war einmal krank? Ja. Kennt nicht vor mir schon ausgefallen? Glaube nicht. Doch, natürlich. Zurück Kenny ist nachher noch Thema. Nie ausgefallen. Wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß daran. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was euch gefallen hat, wie euch die Charaktere gefallen haben und ob ihr gerne noch mehr Vergangenheiten der anderen Hüter sehen würdet. Und ich leite weiter zu Tim. Zu mir. Hallo, da sind wir wieder in Glanz und Gloria, wie es nun mal so ist. Wir haben... Könnt ihr euch bitte konzentrieren? Wir haben unseren Job getan. Nein, Patze hat seinen Job noch nicht getan. Spoiler-Alarm, Patze kommt noch dran in der Anmod. Aber ich bin dran. Und das heißt, ihr könnt was gewinnen. Hört jetzt auf. Ihr könnt was gewinnen und zwar Würfel. Ich zeige darüber, weil dort für mich die anderen sitzen. Aber dort drüben könnt ihr jetzt sehen, dass ihr Würfel gewinnen könnt von Cat in the Dice Bag. Die haben uns wieder was zur Verfügung gestellt. Wunderschön. Sind sie nicht schön? Seht ihr sie an? Seht ihr sie an? Traumhaft schön. Ich sehe dich an. Also sie sind wirklich traumhaft schön. Sie sind, ne? Sie sind also, fast so schön wie du, Tim. Aber auch nur fast. Nein, nur fast. Ja. Also meine Würfel sind alles schöner als ich. Ja. Aber die dann auch. Scheiße. egal, ihr könnt sie gewinnen. Wie könnt ihr gewinnen? Ihr kommentiert unter dieses Video und wir losen dann in zwei Wochen, je nachdem, ob wir eine Pause dazwischen haben oder nicht, zumindest in zwei Episoden, in der übernächsten Episode der Hauptkampagne losen wir dann aus, wer gewonnen hat. Und das bedeutet aber auch, dass ihr nächste Woche auch noch kommentieren könnt. Wir geben euch in der Regel... Nicht nächste Woche, in der nächsten Folge? Kelly hat absolut recht, weil ich weiß gerade nicht, wann Pausen ist. Wo sind wir? Wo sind wir? Backstreet-Moderator. Backstreet-Moderator. wir geben euch immer was ihr drunter schreiben könnt. Ich wollte euch mal freie Hand lassen und hoffe, dass die anderen euch heute auch freie Hand lassen. Patze. Hi. Falls ihr uns gerade nicht seht, sondern hört, dann ist das auch wunderbar und freut uns sehr. Dann habt ihr euch aber vielleicht schon gefragt, warum ihr nach diesen Intros immer ein anderes Musikstück hört, bevor es dann mit der Folge richtig losgeht. Das liegt daran, dass wir ein neues Intro haben, an dem unfassbar tolle Menschen mitgearbeitet haben. Und wenn ihr das natürlich in voller Gänze mal sehen wollt, dann schaut doch mal hier auf YouTube vorbei. Also für euch jetzt nicht hier auf YouTube, wenn ihr auf Spotify unterwegs seid, sondern auf youtube.com/diceactors. Das war's soweit von mir. Ich gebe zurück an unseren Professor Dr.
Guck mal, wie das naja, steht. Ringwerfenden Spielleiter, der ist bestimmt noch. Das kann sich nur noch um ein paar Minuten handeln. Die, Frage die Konzentration ist, ist da. Wie lang soll das Intro werden? Wie lang soll das Intro werden? Naja, gestern waren sie schon also lange. So weit, wie er daneben wirft. Nee, die Frage ist, wie viele von den Ringen hat er noch? Klar, genug. Nein, das passiert nicht. Also, Herr Spielleiter Karnstedt versucht gerade einen Ring auf den. Auf seinen Bleistift zu werfen. Die Spitze ist nach oben. Ich leite mal zu mir weiter. Gestellt. Falls ihr uns auf Steady unterstützen wollt, dann freut uns das. Guckt auf steady.de/. Nein, Dice Actors. Auf Dice Actors, so rum, diceactors.de/steady. Meine Güte, ich habe es schon so oft gesagt. Und da könnt ihr viele verschiedene Sachen machen. Ihr könnt unter anderem einfach nur Newsletter von uns abonnieren. Das bedeutet, dass ihr wöchentlich zum Beispiel, Patze schreibt regelmäßig kleine Newsletter, wo er über Alltägliches oder auch andere Sachen im Hintergrund berichtet. Und ihr könnt uns natürlich auch monetär unterstützen, was uns sehr freut. Es gibt verschiedene Tiers. Patze und ich machen einen Podcast, den wir im 2-Wochen-Takt rausbringen. Je nachdem, wie ihr uns unterstützt, könnt ihr diesen Podcast alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen hören, weil wir 2 unterschiedliche Podcasts haben. Wir freuen uns über jeden, der da mal vorbeiguckt. Es gibt auch kostenlose Sachen, die ihr da lesen könnt von den Newslettern. Und in diesem Sinne, habe ich was vergessen? Es klang alles super. Ich habe voll zugehört. In diesem Sinne, geht's rein in Episode 81. Ganz genau. Kenny. Yeah. I want the dance. Da die Hüter der Obelisken eine große Herausforderung bestanden haben, dürfen sie alle einen Stufenaufstieg durchführen. Das machen wir jetzt, bevor wir in das Spiel hineingehen. Rubina leider nicht. Oh. Ich fühle mich gar nicht ausgegrenzt. Das liegt aber daran, dass Rubina schon 10 Stufen über uns ist. Das ist wie kundige Leute schon herausgefunden haben, sie einfach ein paar Stufen höher ist als die anderen. Und das für sie kein harter Kampf war. Nein. Richtig, ist ja auch nur umgekippt. Perrin, in welcher Klasse möchtest du eine Stufe nehmen? Ach nee, soll ich ausführen, wie ich es mache? Oder soll ich einfach sagen, dass ich eine Stufe in Druide nehme, die eventuell 2 Stufen sind und -1 Waldläufer? Ach, schau mal, ich habe es ausgeführt. Das mache ich doch. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass der Waldläufer sich eindeutig druidischer orientiert. Ja. Und deswegen haben wir eine Waldläuferstufe gleichzeitig zu einem Druiden konvertiert. Ja. Das bedeutet aber auch, du musst deine Trefferwürfel ändern, ne? Mach ich. Ich werde aber meine Trefferpunkte nicht ändern. Ja, natürlich. Ich habe eh nicht so gut gewürfelt teilweise mit dem, mit dem Waldläuferwürfel. Insofern ist es scheißegal. Und siehe da, ich würfel gut. 6. Ja. Gut, also bist du jetzt Waldläufer 6, Druide 4. Druide 4. Ja. Plus? Du bekommst 6 plus Konstitution dazu. Absolut. Sind also wie viele Trefferpunkte? Ich jetzt insgesamt habe? Ja. 76. Sehr gut. Flimmt. Ich nehme ganz offensichtlich den Barden. Wurde auch Zeit. Paladin 3. Paladin dazu. Ja, es ist, genau. Was denn für eine Subklasse? Finden wir noch raus. Wirst du schon sehen. Ich weiß es doch eh. Liebe. Subklasse der Liebe. Würfel mal. Ich würfel. Oh, 10. Oh. Wow. Plus Konsti, also 12. Ja. Krass. Einfach mal 12 Trefferpunkte drauf. Ah. Bist du noch nicht bei 100, glaube ich? Aber nee. Fast.
Nee, ich bin bei 89. Ja, so, wird ja. schon. Wird ist schon. Gut. Wir arbeiten uns ja. langsam vor. Die strong. Ja. Ja gut, ich habe hier nur einen Magier. Ich würfel einen W6 plus Konsti. 6. Was ist denn jetzt? Oh! Ja, ihr seid doch connected. Plus 7. Ja, stimmt. Wir sind da. Jetzt auch temporäre die dauerhaft drauf sind. Geil. Ja. Nein, weil du keinen 6er gewürfelt hast. Doch, ich habe eine 6 gewürfelt. Aber kein 6er. Ja, aber das ist ja noch viel schwieriger, dann das gleiche zu würfeln. Wie viel Trefferpunkte hast du dann jetzt mehr? Du bist dann plus 7. Plus 7. Bist du jetzt auf? Ich ja immer auf 65. 65. Ach so. Die Community möchte ja, dass du irgendwann Bades giltst. Medrisch. Eigentlich. Kannst du ja nochmal überlegen. Der hat auch W8, ne? Bade. Ja. Ja, siehst du mal. Kriegst du mehr Lebenspunkte. Obwohl, wenn du immer 6 würfelst. Vielleicht fürs nächste Mal. Ja. Beim letzten Mal seid ihr in edler Gewandung zum Mondball auf die Hordinsburg gegangen. Im Trube der Feier wolltet ihr den Sternenschild, ein magisches Amulett aus Taruns Wehr, aus der Schatzkammer erbeuten. Während der Mondlichtzeremonien nutztet ihr einen geheimen Weg im Thronsaal, musstet allerdings feststellen, dass sich eure Beute nicht mehr dort befand. Zurück im Thronsaal fandet ihr den Todesritter Cortes von Wulfheim vor, der in einem Massaker auch dem Königspaar von Baravel das Leben nahm. In einem heftigen Kampf konntet ihr ihm zwar den Sternschild abnehmen, doch flüchtete er, Eleni gepackt, durch das Mondfenster in die stetige See und verschwand in einem violetten Licht. Jetzt darfst du nochmal Medrasch rufen. Medrasch! Ich fliege noch über dem Wasser. Perrin! Sie sind verschwunden. Wie verschwunden? In einem violetten Licht, ich weiß nicht. In einer Art Portal vielleicht? Verdammt. Ach nee, ich meine Flügel sind ja weg, ne? Die fällt jetzt ins Wasser. Ja. Nimm meine Hand! Dimensionstür zurück in den Thronsaal. Oh, okay. Musst du es nicht mal sehen können, ne? Nee. Ja, geil. Ja, neben euch quasi, oder ja gut, ihr standet ein bisschen weiter Richtung Tür, ihr beide. Das heißt, du polterst eher so am Fenster, am Thron, poltert ihr dann in den Thronsaal wieder rein, klatschnass. Habt ihr sie? Nein. Ich renne sofort zu Jerry. Jerry! Ja, Medra. Geht's dir gut? Alles in Ordnung. Flint hat mich geheilt. Danke, Flint. Wo ist Eleni? Was ist überhaupt passiert? Sie ist weg. Er hat sie mitgenommen. Cortes? Er ist mit ihr durch ein violettes Portal verschwunden. Ich weiß nicht. Ja, dann müssen wir hinterher. Wohin? Was weiß ich. Wo ist Etienne? Ihr seid zu viert da. Sind Leute im Foyer. Ich gehe ins Foyer. Sind da noch Leute? Es sind super viele Leute. Sind da Verletzte? Weggelaufen. Ja. Verletzte. Nee, der macht keine halben Sachen. Oh. Ja. Also, es haben sich einige in dem Park vor dem Foyer zusammengefunden, aber viele sind auch einfach raus. Erkennt man das sofort, dass da jede Hilfe zu spät kommt? Bei den Leuten im Foyer? Im Foyer sind ja noch Lebende. Ach so. Ja, genau. Da sind keine Niedergemetzelten, nur im Thronsaal. Nur im Thronsaal. Gibt's im Foyer, sind da noch uns bekannte Gesichter, ebenso wie Etienne, Lyra, Dingsbums, die wir da getroffen haben? Nicht im Foyer, nur schockierte Leute, die da kauern. Und das ist ja alles vor ein paar Minuten gerade erst passiert. Sind da noch Wachen? Ach, nee, die sind alle tot. Ja, das hatte ich befürchtet. Die hier unterwegs waren. Bedienstete? Ist hier Dings, Dantos. Ja, im Foyer. Ja, dann renne ich zu Dantos. Dantos, wo ist Etienne? Oder irgendjemand aus der königlichen Familie, der noch lebt? Rede mit mir! Ich nehme an, sie sind rausgelaufen, weil so viel Blut geflossen ist. Wo könnten sie hin sein? Zeigt nur raus auf den Hof.
stoß ihn weg und geh weiter. Lauf weiter hinter, also raus. Ja, wir rennen alle hinterher, ne? Ich auf jeden Fall. Flint, was ist dein Plan? Wir müssen Etienne finden. Wenn einer eine Ahnung hat, wo Cortos hin sein könnte, dann er. Du meinst, Cortos hatte was zu tun mit der ganzen, mit der königlichen Familie und alles? Du meinst, das hat alles irgendwie was miteinander zu tun? Er meinte, sie hätten irgendwelche Handelsbeziehungen gehabt. Irgendetwas. Wo kommt er denn her? Cortos! Ja. Darum geht es doch nicht. St. Martin. Wo ist das? Greton. Das bedeutet Krieg. Ich höre da gar nicht hin. Ich lauf. Wir rennen einfach erstmal hinterher. Ja, draußen im Innenhof ist großer Trubel. Da sind einige Wachen noch, die versuchen, die Leute zu beruhigen. Manche sind... es ist Nacht, ne? Also... manche sind raus, panisch in die Stadt gelaufen. Andere haben sich ein bisschen weiter vorne beruhigt und warten nun darauf, dass ihre Kutsche vorgefahren wird. Ihr seht aber nicht Etienne, aber ihr seht Lyra, die mit einigen ihrer Mädels ein bisschen an der Seite steht. Und sie ist völlig aufgelöst, wird gerade getröstet, umsorgt von ihren Freundinnen. Aber keine Tiere. Ich gehe mal zu Lyra hin. Entschuldigt? Lyra? Das kann nicht sein. Das ist alles nicht passiert. Das ist alles nur ein Traum. Ich schlafe eigentlich nur. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Versucht sie das einzureden. Lyra, hast du deinen Bruder gesehen? Sie guckt hoch. Etienne. Schaut dich an. Greift nach dir. Nein, diese Abend war kein Traum. Er ist in die Katakomben gelaufen. Wo sind die Katakomben? Zeigt nur Richtung Haus und eine ihrer Freundinnen drückt dich weg. Jetzt lass sie doch in Ruhe. Ich sag der Freundin, falls sie unsere Hilfe braucht. Und wo sind wir untergekommen? Ich habe schon wieder vergessen. Im flüsternden Anker? Ja, ich glaube. Ihr seid in Zwinger, meine ich. Was auch immer, falls sie Hilfe braucht, wir sind im Zwinger untergekommen. Guck sie nochmal an und dreh mich um und geh zurück. Dort, in den Katakomben. Was ist da? Etienne. Na dann los! Ich geh nach vor, ne? Ja, wieder rein in die Burg. Da, wo vorhin die zwei Wachen standen, wo die Treppe runterging, ist die Tür nun offen. Es sind keine Wachen mehr dort. Und ihr begebt euch dorthin. Es geht, die Treppe führt runter, erst in eine Art Kunstsammlung, die dort unten als eine Art von Schatzkammer zu finden ist. Und führt euch der Weg weiter in... Es trennt sich einmal zum Verlies, zum Kerker quasi, und dann seht ihr die andere Seite dieser massiven, verschlossenen Tür, die ihr durch den Geheimgang von der anderen Seite erreicht hattet. Auch die steht offen, und aus diesem Korridor kommt Etienne an euch entgegen mit einem Bastardschwert. Ja. Ja. Etienne. Das ist Krieg, das bedeutet Krieg. Krieg mit... Mit Grethorn. Lass mich durch. Grethorn kann doch nichts für die Aktionen eines Menschen? Ja, soweit weiß. Mensch eigentlich? Eines Menschen. Das ist ein Adliger Grethorns. Dann sprecht erstmal mit den anderen Adligen. Ein
König Alexander wird sich dafür verantworten müssen. Ich presse ihn an den Schultern gegen die Wand. Machen wir einen Stärkewurf. Mhm. Oder Athletik. Das ist eine Natural 20, also 28. Okay, ja. Ich bin wirklich ein bisschen aufgebracht. Was, ja. Was weißt du über Kortos? Was lief da zwischen ihm und deiner Familie? Lass mich los! Nein! Lass mich los! Nein! Ich weiß, dass er zahlen muss für das, was er getan hat. Was lief da? Wenn es jemand weiß, dann du. Deine Eltern sind tot. Mach einen Wurf auf Einschüchtern. 10. Kann ich nochmal drauf zudrücken? Du darfst es auch mit Stärke nutzen. Also du darfst auch Stärke plus, wenn du Übung hast. Ich weiß nicht, ob du mehr Charisma als Stärke hast, oder? Nee, ich habe natürlich diesen riesen Stärkebonus, aber... Ja, deswegen. Also dann kriegst du ja W20 plus 5 immerhin. Oder hast du Einschüchtern Übung? Nee, habe ich nicht. Na, dann darfst du 5 auf den Wurf rechnen. Dann, was hatte ich? Warte mal, 13 habe ich dann. Ja, guck mal, das ist doch schon besser. Dann schaut er dir straight in die Augen. Hätte was ausgehandelt mit meinem Vater, ich weiß es nicht. Versuch dich zu erinnern. Er hat deine Cousine entführt. Er hatte es auf sie abgesehen. Das hat man beim Kampf gemerkt. Er wollte nur sie. Versuch doch wenigstens sie zu retten. Nein, er wollte nur was anderes. Der Sternschild ist auch weg. Weil er dich anblickt, sieht er den Sternschild an dir hängen. Nein, das wart ihr. Ich habe ihn nicht genommen. Kortos hatte ihn. Was? Kortos hatte den Sternschild. Und wir haben ihn ihm abgenommen. Lass mich jetzt los, verdammt. Lass ihn nicht los. Flint, lass ihn los. Nein, er ist die einzige Chance herauszufinden, wo Kortos ist. Aber er kann uns auch helfen, wenn er sich bewegen kann. Er will nur Krieg. Wir sind keine Adligen. Das ist auch der einzige Weg. Flint, lass ihn los. Meine Eltern getötet, verdammt. Er hat meine Liebe entführt. Dann weißt du genauso wie ich, was wir mit ihm anstellen müssen. Mit dem ganzen verdammten Pack. Ich lass ihn los. Etienne, wenn du irgendetwas weißt, das uns helfen kann, wo wir Kortos finden können, dann unterstützen wir dich. Das ist Baronin Grethorn, das ist eine Baronie. Jetzt finden können. Er ist ja jetzt nicht in Grethorn. Wo ist er untergekommen? Wo ist er denn hin? Er hat sich wegteleportiert. Wo soll ich denn wissen, wo er hin ist? Vielleicht hast du einen Hinweis. Ich weiß es nicht. Was will er denn mit Eleni? Weil sie die Silbergeborene ist? Das kann ich dir nicht sagen. Aber Dantus ist der Schreiber der Krone. Vielleicht weiß er, was da gelaufen ist. Danke. Ich schicke die anderen vor, wenn es geht. Kommt Etienne mit oder bleibt er kurz stehen? Ja, mit. Ich möchte ihn kurz aufhalten. Etienne. Auf ein Wort. Was willst du, Halbling? Ich will dir nur noch einmal den Satz dalassen. Nur weil ein Gretorner so ein Massaker gemacht hat, sind nicht alle daran schuld. Die Leute auf den Straßen leiden am meisten darunter. Überleg dir genau, was du tust. Du hast große Macht.
Jetzt, wo du wahrscheinlich hier auf dem Thron sitzt. Denk daran. Sie können nichts dafür. Wir haben sowas Ähnliches gerade in Lestia gesehen. Sie sind alle so wie er. Nein. Hörst du nicht, was sie in Harting anstellen? Wir haben den ehemaligen Prinz getroffen, der war ganz anders. Was sie in Hartingen anstellen, ist grauenvoll. Aber das machen auch nicht alle. Du hast die Macht, anders zu sein. Bitte denk daran. Und damit will ich Kortos nicht entschuldigen. Wir wollen ihn auch suchen. Wir wollen ihn auch bestrafen. Wir lassen ihn auch nicht davonkommen. Das verspreche ich dir. Er scheint dir nur zum Teil zuzuhören. Und blickt Flint hinterher. Euer Freund ist ein Erleuchteter, nicht wahr? Ja. Dann weiß er vielleicht, wie man meinen Vater zurückholen kann. Er drückt sich vorbei an dir und geht zu Flint. Ihr müsst etwas tun können. Etwas, was meinen Vater zurückholt, meine Mutter. Dazu bin ich nicht stark genug. Sie sind zu lange tot. Aber es gibt solche Zauberei. Ja, die ist mir nicht bekannt. Ich laufe, ne? Ich laufe Richtung. Er läuft dann neben dir her. Mhm. Und versucht dich an die Wand zu drücken. Das ist eine Eins. Ich glaube, da muss er nicht würfeln, oder? Er versucht dich ein bisschen zu drücken, aber lässt sich da bis unbeeindruckt, nehme ich an. Stoß ihn weg. Ja, dann, okay, stößt er selber gegen die andere Wand. Was fällt dir ein? Du musst doch etwas tun können. Aber erstmal tue ich etwas für die Menschen, denen ich etwas versprochen habe. Dann ist. Was dein Ziel? Dantes. Okay. Ja, der befindet sich weiterhin oben im Foyer und umsorgt traumatisierte Personen dort. Dantes! Ja, was gibt es? Wisst ihr, wo Kortos untergekommen sein könnte? Hier in der Stadt. Hat er irgendetwas in die Richtung geäußert oder ist euch etwas aufgefallen? Nichts dergleichen. Etienne kommt auch an. Und ihr dann auch? Nein, gar nichts. Er hat sich angekündigt, aber mir ist nichts bekannt in der Hinsicht. Er sagte uns, dass er hier Geschäfte führen wolle. Dass er hierher gekommen sei, um irgendein Geschäft abzuschließen mit jemandem. Ja, ich habe ein paar Korrespondenzen nach und von Gretorn für unseren König, die Götter haben ihn selig, geführt. Ja, ihm verlangte es nach etwas, das Sternenschild heißt. Und ich habe es dann auf Anraten des Königs mit ein paar der Wachen aus den Schatzkammern geholt. Was ist dann passiert? Dann wurde es ihm im Laufe der mutlichen Zeremonie, denke ich, übergeben. Aber was der König sich davon erhofft hatte, das weiß ich nicht. Das erklärt immer noch nicht sein Interesse an Eleni. Waren irgendwelche anderen Gäste aus Sylvie-Voyer hier? Heute Abend? Nein, schon lange nicht mehr. Die Stadt ist komplett abgeriegelt. Es gibt seit Jahren keine Kunde aus Sylvie-Voyer. Schickt einen Boten. Dorthin. Informiert das Königshaus dort über all das, was heute Abend passiert ist. Das haben wir schon häufig versucht. Es gibt keine Möglichkeit, dort hereinzukommen. Flint. Was? Vielleicht müssen wir nach Sylvie-Voyer. Und wenn sie da nicht ist? Sie wird dort wahrscheinlich nicht sein, aber
Der Obelisk ist dort. Was als die Unterstützung ihres Vaters könnte mächtiger sein? Wir haben keinen Anhaltspunkt. Und nicht die Macht, sie einfach so zufällig zu finden. Ich versuche nur, in diesen hektischen Zeiten irgendwie einen kühlen Kopf zu bewahren, um die beste Entscheidung zu treffen. Ich beuge mich runter zu Perrin, knie nieder, dass ich auf einer Höhe mit ihm bin. Und schaue ihm tief in die Augen. Ich habe es ihr versprochen. Was hast du ihr versprochen? Dass wir auf sie aufpassen. Das haben wir ihr alle versprochen. Wir haben unser Versprechen nicht eingehalten. Das kann man so oder so sehen. Sie hat sich auf uns verlassen. Und wir haben uns auf sie verlassen. Und sie kann sich weiterhin auf uns verlassen, indem wir alles dafür tun, sie zurückzuholen. Und deswegen müssen wir überlegen, wie wir weiterkommen. Und blind voranzustürmen bringt uns nichts. Hast du eine bessere Idee, als ihren Vater zu fragen? Ja, und ich gehe. Ich gehe zurück ins Foyer und wahrscheinlich in Richtung Katakomben wieder. Ich lasse ihn nicht gehen. Also ich lasse dich schon gehen, aber ich rufe den der Flint! Ich höre nicht auf ihn. Ich schieße einen Bolzen neben ihn. Das interessiert mich null. Also wenn du mich triffst, dann bin ich tot. Also dann ich nicht. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Keine Hitpoints mehr, aber... Ich bin doch nicht wahnsinnig. Flint! Sich jetzt aufzuteilen wäre eine schlechte Idee. Ich renne ihm hinterher und halte ihn fest hinten. Bleib, wo du bist, ich komm wieder! Ach so. Das hört jetzt auf, diese ganzen scheiß Alleingänge! Ich halte ihn fest. Echt? Ja, dann. Geh davon. Athletik. Genau. 22. 27. Oh, 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 oh. Ich hab so gut gewürfelt. Okay! Wenn du guckst im Nachhinein, ich lächle schon mal, ich mir denke, ich hab endgut gewürfelt. Und dann kommst du mit einer 27. Du Arschloch! Du bist ein Halbling! Du kannst mich nicht aufhalten! Lass mein Knie los! Hör auf! Du tust dir nur weh! So, impulsiv bin ich. Ja, so. Er ist erstaunlich stark, drückt er sich dir entgegen, aber. Entschuldigung, gib mir kurz, ich muss wieder in die Situation. Lass mich los! Flint, hör jetzt endlich auf, deine Alleingänge zu machen und sprich mit uns! Gleich! Nein, jetzt! Hab Vertrauen. Dieses scheiß Vertrauen geht mir auf den Sack. Sag uns endlich, hab du Vertrauen und vertrau, dass wir dir helfen und dich unterstützen und sprich mit uns und sag, was du machen möchtest. Tu doch was, sag ich. Verlang nicht durchgehend Vertrauen, sondern zahl es auch zurück. Bald. Bald. Und dann drehe ich mich wieder um und gehe. Und ich wende mich an Perrin. Du musst mich nicht zurückhalten, falls du mich zurückhalten willst. Perrin, ich bin ganz auf deiner Seite, aber ich glaube, in diesem Moment lass ihm den. Er kommt schon wieder. Ich nick nur und gehe Flint hinterher. Er will... Du gehst in die Katakomben, ne? Ich, ja, aber mir ist eine Sache wichtig, weil ich werde die Türen hinter mir zumachen. Und ich würde mich gerne reinstemmen, sodass sie nicht geöffnet werden können direkt nach mir. Ich will auch nicht weitergehen. Was mit Perrin? Was mit Perrin? Na, wenn... Ich möchte sie vor Perrin schließen. Aber du willst... Ihm dazwischen. Du musst schon sagen, was du machst. Ich bin direkt bei dir. Ich bin bei dir. Du musst beschreiben, was du tust. Werde ich diesen Halbling los? Nein, sag ich nicht. Ich weiß ja nicht, dass du mich loswerden willst. Noch nicht. Perrin nicht.
Ich stelle mich dann, also ich drehe mich nochmal um, kurz bevor ich diese Türen zu den Katakomben erreiche und sage, Perrin, bitte, warte. 5 Minuten. Erinnere dich an das Vertrauen, das wir dir die ganze Zeit geben. Und ich drehe mich um. Ich schlage die Türen zu, hinter mir. Mhm. Und entweder gibt es was zum Verriegeln oder ich halte sie fest. Du kannst einen Balken vor tun. Nehme ich einen Balken vor, okay. Ich setze mich davor. Lehnst du an die Tür? Nein, ich setze mich davor. Ich dachte, ihr sitzt jetzt so Rücken an Rücken an dieser Tür. Lehn dich doch an die Tür. Also ich lehne mich theoretisch an die Tür. Ja, also es ist... Okay, ich lehne mich nämlich von der anderen Seite an die Tür. Also ich werde mich an die Tür lehnen und halt gucken, dass niemand dir hinterhergeht dann einfach. Okay. Ich hole meinen Schweißbein raus. Lux, hörst du mich? Du, flüsterst du das? Du wirst es hören. Es ist okay, wenn du es hörst. Das Licht im Korb des Kolbens erscheint und wird heller und auf einmal befindest du dich wieder in der weißen Ebene. Sollen wir gehen? Ja, warum nicht? Denkt Rieke, sie muss wieder reinkommen, aber... Von Hassel machen muss, um den Halbling loszuwerden. Ja, das ist ja nicht zu fassen. Hörst du mich? Aus einer Nebelschwade erscheint sie vor dir. Mit einem grübelnden Ausdruck. Was können wir tun? Ich tue alles. Ich tue alles, aber ich habe sie versprochen. Ich muss sie zurückholen. Bitte! Sag doch was! Dein Eifer ist bewundernswert. Vielleicht ist er uns von Nutzen. Was kann ich tun? Du hast Kraft durch den Morgenvater. Aber er kann dir nur einen winzigen Teil seiner Macht überschreiben. So sind die Regeln. Du wirst mehr brauchen. Du brauchst eigene Kraft. Aus deiner Entschlossenheit. Das ist der Weg, wo ich dich hinführen wollte. Was muss ich tun? Konzentriere dich auf deine Gefühle, auf das, was du wirklich willst, das, wofür du einstehst. Und schwöre diesen Prinzipien. Verschreibe dich diesen Tugenden, die du für dich für so wichtig erachtest. Die Entschlossenheit und die Willenskraft, der Wunsch, etwas zu verändern, etwas zu bewirken, ist stärker als die mächtigste Magie. Ich verstehe. Ich nehme mein... Habe ich mein Gebetsbuch in dieser Ebene bei mir? Dann nehme ich mein Gebetsbuch in die Hand und halte eine Hand auf das Gebetsbuch und die andere drunter, um es festzuhalten.
schließe die Augen und verharre da für ein, zwei Minuten und beginne dann zu reden. Pelo, Vater, höre mich an. Ich, den Blute Flint Lagan, erhalte meine ewige Treue. Du spürst die Hand von Lux auf deiner, die das Buch hält. Du brauchst den Morgenvater dafür nicht. Es geht hier nur um dich. Sei Zeuge meiner Worte, meines Schwurs und Ideals. Kein Entkommen jenen, die das Werk des Lichts verdunkeln. Keine Gnade denen, deren Untat nicht zu heilen ist. Keine Zweifel an der Macht des Lichts und seines Wirkens. Kein Versagen in dem Handeln, um das Böse zu bezwingen. Keine Ruhe, bis das die Dunkelheit gerichtet ist. Du spürst buchstäblich, wie die Worte eine eigene Kraft in dir erwecken. Etwas, was sich schon so lange angestaut hat in dir, formt sich zu einer inneren Kraft, einer Stärkung deiner selbst. Und diese Entschlossenheit weist dir wie eine Kompassnadel den Weg so klar, wie du ihn noch nie gesehen hattest. Dass dein oberstes Ziel ist, das Böse zu richten und auszulöschen, auf das es keine weiteren Missetaten begehen kann weiterhin. Lux hat sich nach der Berührung ein paar Schritte weg bewegt, steht dort mit verschränkten Armen und nickt vorsichtig. Du hast noch einen weiten Weg vor dir, Flint Lagan. Aber das ist der richtige Anfang. Das ist ein Weg, den ich auch gewählt habe. Und auch wenn ich nicht gutheißen kann, dass du ihretwegen diese Rache schwörst, so ist es doch wichtig, dass du es getan hast. Bedenke nur, dass mit dieser Rückkehr aller Mitglieder von Barans Mannschaft in dieser Zeit einfach die alten Zeiten wieder hochkommen von Personen, die so viel mächtiger sind als alles, was in den Städten als Soldaten rumläuft. Sie kommt wieder einen Schritt näher und legt ihre Hand auf deine Schulter. Es sind die Taten Einzelner, die jetzt zählen. Und damit verschwindet die weiße Ebene wieder. Vielen Dank. Vielleicht macht Etienne das auch, der ist auch wütend. Ja. Etienne, ich habe die Lösung. Ey, ich habe es probiert, es hat mein Leben verändert. Ja. Ich habe da einen 10-Step-Kurs. Ja, genau. Nur für 600 Gold. Imakeyouangry.com. Ja, das schon. Verstehst du, weil mir deswegen hatte ich nicht fragen wollen. Ja. Das war das Einzige, warum ich jetzt. Ist gut.
Habe ich jetzt eine Idee? Habe ich noch? Führt mich mein Kopf? Ja, du lass ihn noch. Wir sind noch voll drin. Ja, wir reden draußen natürlich auch über alles. Ach so, es läuft. Gas. Das ist gut. Na gut, das ist gut, wenn du das. Was anderes gefurzt oder so. Wenn du das vergisst. So, Leute. Das hätte die. Weiter geht's, ne? Das war so super in der letzten GP-Episode. Ja, das kann ich kann furzen nicht auf Knopfdruck, Leute, aber. Ich meine, das kann ich anbieten. Kommen, dann übe echt? Ich, dann übe ich. Wirklich? Kann ich, ja. Du machst jetzt nicht vor. Ich hab mal geguckt, wie das, ob das geht. Und es geht irgendwie, wenn du dich in so eine Position, in so eine sterbender Hund oder so Position machst, dass du dadurch dann Luft reinsaugen kannst und dann pupsen kannst. Nee, da mach ich mir keine Gedanken drum. Kelly einfach. Das ist total so, geil. Geht einfach. Ja. Wo Luft? It's a match made in heaven, man. It's a match made in heaven. Ja. Naja, ich hab's Moment. Nicht ausprobiert. What the fuck? Was? Ja. Ist doch egal jetzt, ist das Leute. Toll, Leute. Ihr habt gerade wahrscheinlich eine super dramatische Szene gehabt und kaum kommen wir hier rein. Wir ruinieren alles. Minimal. Es war auf einer anderen Ebene, alles gut. Ja. Also das Einzige, was du gehört hast, ist eben dieser eine Satz. Habe ich schon mal von Lux gehört davor? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube nicht. Oder? Doch. Nee, du hast in der Runde, da hat Medrash gefragt, wer ist Inara? Genau. Und dann hat Perrin gesagt, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß es nicht, aber ich weiß es, aber Flint kann es ja nochmal erzählen oder so, was du damals gesagt hast. Ach so, aber weil ich es nicht wusste. Ja, genau. Aber der Name? Du weißt es. Du der weißt Name ist auf jeden Fall gefallen. Aber Lux auch? Auch in welcher Verbindung sie steht, meine ich. Ich denke auch. Echt? Weiß ich, dass du mit deinem Streitkolben sprichst? Also du weißt zumindest, dass Flint in dem Becken mit Lux gesprochen hat. Ah, okay. Gut. Ja. Stabil. So war das. Okay. Ja. Aber ansonsten dann nichts mehr. Dann ist Stille. Gut. Ihr beiden Drachenblütigen steht noch zusammen. Etienne ist mit Dantus ein bisschen zur Seite gegangen. Auch in die administrativen Bereiche der Burg. Hat sich zurückgezogen. Dass ihr jetzt dort im Foyer mit einigen wenigen Leuten sind, die dort noch sitzen und abend reingucken. Perrin ist ja bei den Katakomben, ne? An der Tür. Genau. Das heißt, nur noch Jerry und ich und andere Verängstigte. Ja, also 5, 6 Leute, die da noch sitzen. Die meisten sind draußen. Alles in Ordnung bei dir? Ich habe überhaupt noch gar nicht gefragt. Ich habe nur gesehen, wie du... Alles, mach dir um mir... Mach dir um mir keine Gedanken. Um mich keine? Ja, um mich keine. Danke. Mach dir um mich keine Gedanken. Was findest du denn, was der richtige Weg ab jetzt ist? Findest du auch, wir sollten nach Sylvie Voyer? Ich weiß gar nichts, Jerry. Wir haben wieder einen Gefährten verloren. Sie ist mir auch ans Herz gewachsen in der kurzen Zeit. Es schmerzt, so jemanden zu verlieren. Sie ist nicht verloren, nicht wie Gon. Wir werden sie wiederfinden. Das steht fest, da bin ich mir ganz sicher. Nur wie? Hattet ihr mit Cortus schon früher zu tun? Ach, mich interessieren diese ganzen Schurken doch alle nicht. Was weiß ich denn? Ich weiß nur, dass wir diesen Bastard finden und eliminieren müssen. Ich finde Perrins Vorschlag gar nicht mal so doof. Sylvie Voyer scheint eine gute Adresse zu sein. Einerseits, um die Hilfe des Vaters zu erbitten, und andererseits ist dort der Obelisk. Und auch das ist unser Ziel. Ein Ziel, das wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Eleni ist wichtig, aber auch das Schicksal Tayas. Ich verstehe. Ich gucke mal, ob du selbst auf die Ideen kommst, die ich habe. Aber wenn du sie nicht hast, dann lasse ich dich gerne auch nochmal auf Arkane Kunde würfeln. Bei dem Portal? Oder worauf? Ich muss ja erstmal würfeln. Mal in dem Foyer. Kelly, W20.
Arcane Kunde. Okay. Ich weiß nicht, warum. Weil das auch selber draufkommt. The Backstreet Boy is back. Der Backstreet Gamer. 14. Der Backstreet 14. Game. Wobei, hab ich jetzt mehr durch meinen Stufenaufstieg? Nee. Nein. Okay. Dann 14. Aber vielleicht würfelst du ja einen Pasch durch die Seenverbindung. Können wir vielleicht noch was rausholen. Ich hab keinen Pasch, aber ihr habt eine 2 und eine 4. Nee. Dir ist... Sehe ich ein Muster? Willst du darauf hinaus? Nee, du hast in deiner Laufbahn, in deiner magischen Laufbahn, schon sehr viel mit Teleportationsmagie gearbeitet. Und dir ist keine Teleportationsmagie über extreme Distanzen bekannt. Die man einfach so machen kann. Die ja. nicht das heißt, irgendwie mit einem Kreis oder sowas stattfindet. Achso, ja gut. Davon bin ich eher ausgegangen, dass er quasi nicht weit sein kann. Also dann müsste es sonst sehr krasse Magie sein. Ich nehme halt an, dass er sich auch, so wie ich, mit der Dimensionstür an einen ihm bekannten Ort oder so teleportiert hat, der nicht allzu weit weg ist. Aber das ist trotzdem die Nadel im Heuhaufen. Also denke ich, wenn er sich, weiß ich nicht, vor die Burg teleportiert hat oder so, ist er schon über alle das stimmt, Berge. Ja. Das ist richtig. Möchtest du trotzdem, dass ich das irgendwie... Ich möchte gar nicht. Achso, okay. Er will dir damit nur sagen, dass er noch in Hordinsburg ist. Ja. Vielleicht gibst du mir einen Tipp und ich kann auch nochmal auf Arcane-Kunde würfeln. Vielleicht würfle ich ja besser als du. Nee, wieso? Die Erkenntnis habe ich ja. Ah ja, okay. Ist okay. Ist eine andere Erkenntnis, als ich erwartet habe, aber ja. Ach so. Dann denke ich noch. Aber ich will euch ja nirgendwo hin. Ja, okay, vielleicht ist Ruby ja... Kommt ich mein, drauf, was ich worauf voll, ich nicht komme. Ich bin voll unlucky, wenn es um Würfeln geht. Aber nur wenn Alex dich auffordert. Gut. Sorry. Danke, dass ja, okay, aber dann. Ich schätze dich, Backstreet Boy. Alter. Ich kann es ja trotzdem ins Spiel bringen. Ja. Für den Moment kann er jedenfalls nicht weit sein. Was genau hast du gesehen da unten an der Klippe? Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur das Platsch gesehen. Aber Perrin hat gesagt, er muss einen Teleportationszauber gewirkt haben. Weit kann er jedenfalls nicht sein. Ach stimmt, da war ich dabei. Ja. So ein Teleportationszauber benötigt immer viel Vorbereitung und einen Teleportationskreis. Wem sagst du das? Ja, das weißt du natürlich. Das ist richtig. Das weiß ich natürlich. Er kann also nicht weit sein. Ja, aber er könnte sich überall hin teleportiert haben. Und wenn er sich dann im... Wie sagt man so schön? Im der Nacht? Schatten? Dunkel? Ich weiß, was du meinst. Ist es in der Dunkelheit der Nacht? Nee, es ist irgendein schönes Wort. Schutze der Ader. Ja. Schutze der Dunkelheit. Ja, ja sowas. Nee, ich glaube der Nacht. Schutze der Nacht. Ich glaube im Schatten der Nacht und im Schutze der Dunkelheit. Im ohne Licht. Ja, jedenfalls habe ich was Blumiges, Schönes gesagt. Und ich bewundere dich sehr dafür. Wie poetisch der Medrasch doch sein kann, der Medri. Toll. Ja, kann er sich davon gemacht haben. Er könnte schon weit gekommen sein. Aber er muss sich noch in Hordinsburg befinden. Das ist ein super Stichwort, um auf Rieke zu wechseln. Gut, dass ich reingekommen bin. Ja, wirklich. Ja. Wo sitzt Rieke eigentlich? Jetzt müssen wir wieder... Du musst nur Kellys Sachen wegschieben. Ach so, ich muss auch raus. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich gehe aber raus. Das ist jetzt, wo keiner hier ist, ne? Ich habe Patze gesagt... Hallo da draußen. Ich habe Patze gesagt, er soll die Lichter umstellen, aber er hat jetzt auf die Paravel-Lichter gemacht, die ich eigentlich bei der anderen Gruppe haben wollte. Aber naja. So, ich bin Captain Magier. Ja, genau. Du darfst jetzt erstmal sagen, welche Stufe du aufsteigst. Wait. In Hexe möchte ich aufsteigen. Darf ich ihm das wegschieben? Oh Gott, er hat das sortiert.
Mach einfach. Das sortiert er gleich wieder, dann habe ich was zu tun. Ja, Hexe. Dann darfst du einen W6 plus Konstitution würfeln. Welcher bringt mir Glück? Der nicht. Hätte ich mal das genommen, was da hinten lag. 2 plus Konsti. Mhm. Konsti. 1. 3. Ja, dann, oh, dann hast aber du jetzt, langsam? Wie viel insgesamt? 49. Okay, das ist doch gut. Ja. Flint hat 40 mehr. Wow. Ich bin halt zerbrechlich. So. Du bist gefallen. Die Klippe herabgestürzt. Und spürst noch einen Schmerz, als ihr auf die Wasseroberfläche geknallt seid. Und dann war für dich alles schwarz. Und du kriegst Visionen, Einblicke, Erinnerungen an Dinge, die in Norasmid geschehen sind. Und daraufhin öffnest du panisch deine Augen und siehst, wie über dir eine verschwommene Kreatur, die du noch nicht ausmachen kannst, die Hände von deinem Oberkörper nimmt. Du siehst von dort noch ein Leuchten ausgehen. Und deine Sicht wird klarer. Und du hörst die Person reden. Das ist ein völlig falscher Track dafür. Was für ein Zufall, dass es genau die ist, die ich zurückholen sollte, Kortos. Und du siehst die Torteldame Olna über dir, die augenscheinlich gerade einen Wiederbelebungszauber gewirkt hat. Und du befindest dich in einer dunklen Kammer, die auf einer Art Altar, und neben dir steht Kortos in einer wieder menschlicheren Gestalt, weniger mit den skelettartigen Rippen, die er hatte, nicht in dieser prunkvollen Superrüstung, sondern in einer einfacheren Gestalt. Deutlich verletzt. Und daneben eben diese Turtelhexe. Und blickt runter auf dich. Wo bin ich hier? Was habt ihr mit mir gemacht? Oh, du bist ganz genau da, wo ich dich haben will. Was wollt ihr denn von mir? Wenn du das nicht weißt, dann sind die Hüter der Obelisken doch nicht so klug, wie ich dachte. Wo sind die anderen? Ich denke mal noch in Hordingsburg. Und wo sind wir? Weit weg. Was habe ich an? Habe ich irgendwas an mir? Was du anhattest. Und meine Sachen? Du hast keinen Bogen, keine Waffen, keinen Dolche, Traumfänger. Okay. Und ich erinnere mich an die Sachen, die passiert sind. Ja. Ich fange bitterlich an zu weinen. Ja, mit der Situation muss ich erst einmal klarkommen. Er winkt Olna weg und geht durch eine Gittertür, die hinter dir zugesperrt wird. Du bist also in einer Art Zelle. Es gibt leichtes Fackellicht von dem Raum draußen, der zwei
Wachen stehen in verschlissener, aber trotzdem massiver Rüstung. Da ist ein Ork dabei und ein Hobgoblin. Und es gibt noch weitere Zellen, die alle durch Gitter verbunden sind. Das ist also ein kreisförmiger Zellenbau, wo es einen Ausgang über den inneren Raum gibt, was quasi der Wachraum ist, wo eine Treppe nach oben führt. Das heißt, du kannst die Zelle links von dir durch ein Gitter sehen und auch die Zelle auf der anderen Seite. Und die beiden Wachen sitzen draußen an einem Tisch und Kortos und Olna gehen die Treppe hoch. Ich guck, wer noch so in den anderen Zellen ist, ob ich Gestalten erblicke. Du schaust erst auf die linke Seite. Die in der Zelle liegt, liegen nur noch die verwesten Überreste von einem ehemaligen Zimmergenossen. Dann schleppst du dich schwach auf die andere Seite und schaust dorthin, und gegenüber in der Ecke kauert eine menschliche Person in Lumpen mit weggewandt, kauert in der Ecke zur Ecke hin, kahlköpfig und flüstert da nur vor sich hin. Versuchst ein bisschen genauer hinzuhören. Du hast nur ein Seil, zwei Seile, fünf Seile, ein Seil, zwei, drei Seile, vier Seile, fünf Seile. Mehr hast du nicht. Ich möchte flüstern und Botschaft wirken zu dieser Person. Mhm. Was für Seile? Wo sind wir hier? Du hast keine Materialkomponente. Ach so, scheiße, ich habe gar nichts, ne? Dann flüster ich so. Du kannst mit Blut versuchen zu wirken, natürlich, weil du damit die Materialkomponente substituieren kannst. Und du Hexe dann bist. Verliere ich TP aber? Ich glaube... Wie viel habe ich denn? Oder? Gib mir mal die Hexenregeln, weil ich bin gerade nicht sicher, wie das ist bei Sachen, die nichts kosten. Die sind in dem Buch hier drin. Dafür habe ich ja geschrieben, dass ich es jetzt nicht mehr auswendig weiß. Ja, aber kann ich verstehen. Das stimmt, ewig, ja. Schurke. Weil ich weiß, dass du was zahlen musst, wenn das was kostet, die Materialkomponente. Aber ich meine, du kannst auch... So. Zauberbeschreibung. Zauberwirken, Zauberfokus. Du kannst nekrotischen Schaden in Höhe des Zaubergrades nehmen, um ihn trotzdem zu wirken. Und da das Zaubergrad 0 ist, ach so, kannst du das einfach dann so wirken, indem du dein Blut anzapfst. Ja. Okay, dann... schneide ich mich einfach selbst. Okay, und substituierst damit den Kupferfaden, der das, glaube ich, ist, oder so, Kupferdraht. Wirkst eine Botschaft. Wo sind wir hier? Was für Seile? Du hörst nur das, was sie auch ausspricht in ihren Gedanken. Seile, zwei Seile. Die Vase, eine Seile, zwei Seile. Die beiden Wachen sind die einzigen Wachen, die unten alle Zellen bewachen. Wie viele Zellenräume sind das genau? Ist egal. Einfach ein rundes. Also ich kann keine anderen Leute ausmachen, außer die links und rechts neben mir. Und sieben Zellen. Und an der letzten Stelle, wo eine Zelle wäre, ist die Treppe nach oben. Verstehe. Ah, jetzt habe ich noch ein besseres Bild. Tja, was mache ich? Du hast beim Wirken dieser Botschaft... hast zwar dein Blut versucht zu nutzen, aber du hast nicht gemerkt, dass sich eine magische Aura ergeben hat. Also du weißt nicht, ob der Zauber überhaupt funktioniert hat. Ich will Widerstehlichkeit, Unwiderstehlichkeit wirken. Hat es ein Materialkomponent? Steht hier. Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe mir nicht aufgeschrieben, welche. Achso, steht ja hier drin. Das ist ja Kellys. Ich wollte den Kellys Bogen jetzt rummalen. Ja, ein Schminkpinsel, aber der kostet nichts. Von daher ja, kostet Mann, es dich den Trefferpunkte in Höhe des Zaubergrades. Also zwei. Ja. Wie viel TP habe ich denn? Ja, du bist voll. Achso. Komplett geheilt, die Alte. Und damit meine ich die Frau, nicht mich, die Alte.
Ja, Unwiderstehlichkeit. Ja. Du brauchst ja keine Trefferpunkte abziehen, weil du hier keine Zauber wirken kannst. Geht nicht. Nee. Und das merke ich dann aber auch. Ja. Hey! Hey, ihr da! Ruf ich dem Wachen zu. Ja. Hauptkoppel guckt hoch. Was willst du? Mich unterhalten. Muss doch langweilig sein, immer mit deinem Freund zu reden. Wir spielen Karten. Und gewinnst du? Natürlich. Hey! Hey, du anderer! Soll ich dir zeigen, wie man Karten spielt? Wir dürfen nicht mit dir reden, also halt's Maul. Aber ich bin super im Kartenspielen. Wenn ihr es euch anders überlegt, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ja? Bist du deshalb draufgegangen? Na, ich lebe ja wieder. Ja, dann wollen die wohl was mit dir. Und bis sie das wollen, könnte ich euch Kartenspielen beibringen. Ja, Hobgoblin haut auf den Tisch und kommt rüber gestapft und haut einmal gegen das Gitter von der Tür. Puff, jetzt halt das Maul! Kann ich ganz schnell ans Gitter und ihm ins Gesicht hauen? Kannst versuchen, da durchzuhauen, ja. Was für einen waffenlosen Angriff. Bisschen Kämpfergeist muss ich zeigen, nach allem, was passiert ist. 12, was kommt drauf? Stärke und Übungsbonus. 16. Immerhin, oder? Ja, das reicht. Darfst du Schaden in Höhe deines Stärke-Bonus machen? Also 0. Aber einfach würfeln. Nein, es ist gar nicht. Straight 0. Ja, egal, aber der spielt aber das doch, du triffst ihn auf jeden Fall. Ja. An seiner Rüstung vorbei und gibst ihm so eine Watschen. Watschen? Ach, das ist nicht wert. Er geht wieder zurück. Ich gehe in die Ecke von der Zelle und nimm so meine Knie in die Arme. Siehst du, dass die zusammengekauerte Gestalt in der anderen Zelle sich rübergerobbt hat zu deinem Gitter. Und einen Arm durchgesteckt hat und dann aber zu Boden gesackt ist, erschöpft. Ich kriech da auch hin und nehm den Arm, greif danach. Und die Gestalt hebt ihren Kopf und du siehst, dass es eine menschliche Frau ist mit einem Sonnensymbol auf der Stirn. Was ist geschehen? Eleni. Ist Pirelina. Was? 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 Nein. Pirelina, ich hab dich gar nicht erkannt. Wie lange bist du hier? Ich wollte zu euch zurück. Aber sie waren schon da. Beim Fürstenhof. Sie fängt auch an zu weinen, aber du merkst, dass ihr kaum noch drin bleiben. Ich kann nichts tun, ne? Ich habe ja auch keine Gegenstände. Marilina, es tut mir so leid. Ich trifft keine Schuld. Was kann ich tun? Kann ich irgendetwas für dich tun? Es gibt keine Hoffnung mehr. Ich greife noch stärker nach ihrem Arm. Nee, sprich noch einmal. Fünf Seite. Ach. Und fällt wieder erschöpft zusammen, merkst, dass sie dich noch hört, aber einfach nicht die Kraft hat, den Kopf hochzuhalten. Verdammte Scheiße! Ihr widert mich an! Ruf ich zu den Wachen. Eine stapft wieder auf. Komm wieder ran.
Ist mir egal, was der Chef gesagt hat. Halt jetzt das Maul, sonst komme ich da rein. Komm doch rein. Guck zum Ork rüber. Die lachen beide. Der schließt das auf. Okay, in dem Moment, wo er reinkommt, versuche ich... Und sein Knüppel. Versuche ich, mich mit Kratzen, Beißen, alles, was ich habe, okay, zu wehren. Und ihn irgendwie zu überwältigen, dass ich daran vorbeirennen kann. Du kannst es sicherlich versuchen. Ja. Du machst dann... Also du willst an ihm vorbei. Ja. Okay, dann machst du mal bitte einen Wurf auf Akrobatik oder Athletik. Warte, ich habe vor lauter Schock. Mein... Das kann doch nicht sein. Mein Bogen verlegt. Hm? Nee, da ist der alte drin. Warte, hier. Akrobatik. Ach Gott, bin ich kacke, Mann. 10. Ja. Du versuchst unter ihm durchzutauchen, als er mit dem Knüppel ausholt, um dir eins auf die Seite zu geben. Aber er ist schnell genug, um dich von der Seite zu packen und hat dich jetzt gegriffen. Du bist doch eine ganz Wilde. Er drückt dich wieder runter auf diesen Altar, der da in der Mitte ist, schmeißt dich da drauf und versucht, eine Eisenkette dort hochzunehmen, um da deinen Arm reinzupacken. Kannst du mal versuchen, dich zu befreien aus dem Griff. Womit? Auch wieder Akrobatik? Ja. Natürliche 20. Okay. Plus 8, 28. Ja. Dann ist er gerade so fokussiert darauf, deinen Arm zu greifen, dass du dass du deinen Körper rumwirfst und ihm einen Tritt in die Brust gibst, sodass er deinen Arm loslassen muss und du kannst dich rumrollen in Richtung der Tür. Mhm. Versuch da direkt raus. Die Orkwache, der Orkwache ist ja mit reingekommen, die Orkwache ist aufgesprungen und zieht gerade sein Schwert. Du stehst in der Tür. Die ist offen? Die ist offen. Dann renn ich raus. Okay, du rennst raus. In diesem Vorraum spürst du dein Blut kochen, sag ich mal. Mhm. Also von magischer Kraft. Mhm. kann ich da noch runter gucken? Oder wo? Ich bin ja eine Treppe hochgegangen. Nee, du bist in diesem mittleren Raum zwischen den Zellen. Sehe ich die? Achso, da ist der Ork, das heißt, ich sehe die noch. Ja. Aber denn der Zauber... Also der Ork steht zwischen dir und der Treppe. Der Hobgoblin ist hinter dir. Ich habe aber so blöde Sachen ausgerüstet letztes Mal. Ich kann nur tatsächlich Unwiderstehlichkeit oder sowas werfen. Gib mir eine Sekunde. Hm. Ich versuch's und wirke... Welken und Blühen. Leben und Tod so nah beieinander. Okay, hat es eine Materialkomponente? Ja. Ich weiß aber nicht, was wieder. Okay. Weil ich mir das nie auf meine kleinen eigenen Zauberkarten. Das brauchen wir ja sonst auch nie, weil du ja... Ja, aber... Weil du sonst deinen Traumfänger oder sonst was hast, ne? Ja. Geil. Okay. Ich habe kein WLAN. Hatte ich drüben auch nicht. Ich meine, was? Ich bin gerade erst von zu Hause gekommen und habe spontan erfahren, dass ich doch noch mitspielen darf. Was? Du warst doch in der Anmoderation dabei. Ah ja, das ist ja... Das haben wir ja schon vor 2 Jahren aufgenommen. Dann gehe ich wohl mal raus aus dem Flugmodus und mache hier Geräusche. Hoffentlich nicht. Sehr schnell geguckt. Und es ist auch nichts, was kostet. Von daher echt? Zwei nekrotische Trefferpunkte. Mhm. Schaden, die du nimmst. Jetzt aber wirklich. Und wirkst deinen Zauber. Natürlich ganz normal dann aber auch mit Zauberplätzen, die du alle wieder hast, weil du wiederbelebt wurdest. Danke, auch gut zu wissen. und versuche dort in dem Umkreis, dass ich beide erwische, im Radius von 10 Fuß, hoffe ich. Das geht, ja. Kann ich Perelina da auch noch reinkriegen? Mm. Von einen von beiden und Perelina oder so? Ich will versuchen, sie zu heilen damit. Ja,
Sie liegt zum Teil in deiner Zelle. Mit der Hand? Ja. Dann geht das. Okay. Dann brauche ich einen Konstitutionsrettungswurf von einem oder beiden. Ich weiß jetzt nicht, wer da drin steht. Okay. Der erste schafft es nicht und der zweite auch nicht. Cool. Kriegen dann beide 2W6? Mhm. Also ich rechne es einmal und beide kriegen es? Mhm. 5. Mhm. Und Perelina darf theoretisch, weiß ich nicht, wenn sie noch atmet, ja. Trefferwürfel ausgeben. Mhm. Einen. Einen, genau. Mhm. Und kriegt das als Trefferpunkte wieder, das ist doch schon mal gut. Plus dein Zauberbonus. Stimmt. Zauberattributsmodifikator. Zauberangriffsbonus, meinst du? Nee, dein Charisma-Bonus. Ach so. Wenn du +2 genommen hast. +2, ja. Ja. Also jetzt 4 wahrscheinlich, ne? Ja, richtig. Okay. Geil. Oder wie viel hattest du vorher? Also auf deinem Zettel stehen? +2. Ach so, dann hast du jetzt +3. Ach so. Ist ja super. Und +3. Weil du das beim Level Up. Ah, ja. Stimmt, wir hatten ja Level Up. Ja, dann kriegt sie 5. Ist doch super. Okay. Sie bisschen mit etwas mehr Leben erfüllt und versucht sich in dieser Sekunde selber aufzurichten und stolpert etwas Richtung Zellentür. Das war der Zauber, die beiden stolpern so ein bisschen, weil ihnen Lebensenergie entzogen wird. Wofür nutzt du diesen Moment, den sie gerade abgelenkt sind? Boah, mich kurz, umgucken ist doof. Ich will Perelina unbedingt helfen. Dann kannst du versuchen, ihre Zelle aufzumachen. Ja, reinrennen, aufmachen. Aber habe ich einen Schlüssel? Haben die einen Schlüssel? Es gibt einen Hebel daneben. Ach so, na dann. Ja. Gehst du rüber zum Hebel, reißt die Tür von Perelina auf. Sie greift nach dir. Ja. Du ziehst sie rüber und als sie über die Schwelle tritt, entflammen ihre Haare, aber nur so ein bisschen. Ja, aber immerhin. Wie so ein kahl geschorener, also wie so ein Buzzcut. Mm. So ein bisschen Flammen, Sparflamme. Und sie stolpert raus und wirkt magische Geschosse, die aus ihren Händen in die Richtung der anderen fliegen. Und die dabei nach hinten umfallen. Und sie liegt dir in den Armen. Ich bin so froh, dass du noch lebst. Es ist ein Geschenk, dass du hier bist. Kann ich sie direkt mit Wunden heilen? Noch mehr heilen? Ja, kannst du. Dann nimmst du wieder. Obwohl, hat das eine Komponente? Das ist keine draufgemalt auf die Karte. Ja, dann nicht. Dann ist nur ein Spaceblot. Ja. Der Trefferpunkt zurück in Höhe von 1W8. Junge, du kannst mir doch nicht ausgerechnet. Ich liebe die Frau. 5 plus der Modifikator. Das haben wir 3 gesagt jetzt, ne? Mhm. 8 kriegt sie dann wieder. Okay. Dann ist sie schon mal deutlich fitter. Das ist alles, was zählt. Okay, die Wachen sind besiegt. Ihr steht in der Mitte des Raumes. Wo sind wir hier? Weißt du das? Das weißt du nicht, wie bist du? Teleportation natürlich. Wir sind in Burg Donnerblitz. Was? Es ist Alena Thunderbolt hat sich gegen uns gestellt. Verdammt. Wie kommen wir hier weg? Meine Freunde sind in Hordinsburg. Ich kenne nicht viel der unteren Region dieser Burg. Nur die offiziellen Teile. Und den Teleportationskreis. Wenn wir es bis dahin schaffen. Das schaffen wir, oder? Wir schaffen das zusammen. Ich bin bei dir. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Kann ich zu den besiegten Wachen nochmal reinrennen? Ist von denen noch was über oder hat sie alles pulverisiert? Weil sonst gerne Waffen. Nö, du kannst die looten. Was haben die? Haben die irgendwas, womit ich umgehen kann? Der eine hatte einen fetten Zweihandknüppel. Ja, nee. Der andere hatte ein Langschwert. Ich weiß nicht, ob du mit dem Langschwert. Langkurzschwert habe ich hier stehen. Lang- und Kurzschwert? Dann kannst du das nutzen, ja. Ja, dann nehme ich das doch mit. Ja. Ich bin unerfahren, aber wir machen das. Dann kannst du das schwingen mit +4. Und es macht Schaden 1W10, wenn du es zweihändig führst. Kein Bonus. Weil du, glaube ich, +0 Stärke hast, richtig? Mhm. Gut.
Nochmal ein W10? Nee, ein W. Plus 4 zum Treffen. Genau, und ein W. Schaden ist ein W10. Doch, ein W10. Ja. Dachte ich, habe mich verhört. Okay. Okay, dann nimmst du dieses Langschwert. Das ist natürlich schwer, aber du weißt trotzdem, wie man es führen kann. In meinem schönen Ballkleid voller Blut. Ja, genau. Ja, mit der Rüstung kannst du nichts anfangen, was die da haben. Und begebt euch vorsichtig die Treppen hoch. Dann wechseln wir wieder die Perspektive auf die anderen. Ich werde nichts sagen. Nichts sagen. Nichts sagen, ich werde gar nichts sagen. Wow. Üblicherweise rede ich dann ja immer gerne mit Carina, aber Steffi ist heute hier und hilft uns. Hallo Steffi. Hallo. Ja, weil Carina auch mal krank sein darf, leider, hilft Steffi uns heute mit der Technik. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Wo sind die alle? Was soll das? Ich hole gleich Günther. Dann macht der das. Wenn hier keiner kommt, hole ich Günther. Dann macht der das und holt Lady. Du hast die Farbe übrigens falsch rum. Ich hab die genau falsch rum. Wir sind gerade okay. Jetzt dabei und lassen es uns nicht anmerken. Boah, ey. Ihr sitzt hier in einer Eishöhle drin, ey. Ja, ist geil. Ich lieb's. Ich auch. Winter in Trabenhain. Ja, Winter in Trabenhain. So. Das war sehr schön, dass du gesagt hast, ja, wo kann die denn hin sein? Hat Lady das rausgefunden, wo sie ist. Aber ihr wisst es immer noch nicht. Sie hat uns einen Zettel hinterlassen? Guck mal vor dem Blätter. Irgendwo hinweist. Gucken, dass ich nicht erfriere. Ja, ihr seid weiterhin im Foyer, beziehungsweise auf der anderen Seite der Tür. Machen wir doch bei Perrin und Flint einmal weiter. Wenn Flint irgendwas machen will nach dem, was er getan hat. Also du sitzt ja noch an der Tür. Ja. Du hörst, dass der Riegel hinter der Tür geöffnet wird. Dann stehe ich auf. Und die Tür öffnet sich. In Ordnung. Du hast recht. Wir müssen uns konzentrieren, wir müssen zusammentragen, was wir haben und danach handeln. Machen wir das. Okay. Ich würde... Nee, ich nehme dich nicht an die Hand, das ist... Respektlos, das ist doof. Kommst du mit zu den anderen? Klar. Erzählst du mir noch, was du gemacht hast? Ich habe Lux gefragt. Was? Ob sie mir helfen kann. Sie nicht, aber... Aber sie hat mein Vertrauen darin gestärkt, dass ich selbst die Lösung bin. Für so manches Problem. Was für Probleme? Für all die Dunkelheit, die uns umgibt. Für so manchen Schatten, der das Licht auszumerzen scheint. Darum geht's doch jetzt gar nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir auf das, was wir können, vertrauen. Dafür hast du Lux gebraucht. Ja, dafür habe ich Lux gebraucht. Aber die Antwort habe ich vor mir gesehen. Vielleicht solltest du, anstatt dir durchgehend Vertrauen und Glauben aus der Distanz zu holen, einfach mal an die Leute, die schon seit längerer Zeit an dich glauben, auf die vertrauen und auf die hören. Und nicht immer nur weglaufen. Und dir Rat woanders holen. Wir können das auch. Ich habe dir das auch schon öfter gesagt. Und ich gehe vor. Zu den beiden? Ja. Was? Also ich laufe nicht vor ihm davon, aber ich gehe halt los. Was er wahrscheinlich nicht gesehen hat, während er gelaufen ist, ist, dass ich mit dem, oder vielleicht hast du es auch gehört, dass ich mit dem Fuß auf den Boden gestampft habe und dabei wahrscheinlich eine der
das Marmor oder so. Schönen Bodenplatten wahrscheinlich ein bisschen zerdeppert haben. Ja, das ist sehr stark. Das habe ich mitbekommen. Okay, ja. Gut. Das ist Kollateralschaden. Also während ich loslaufe. Naja, also ja. Genau, ja. Doch, klar, gucke ich mich um. Und ich gehe dir hinterher. Und über deine Wutprobleme? Das ist kein Problem. Deine Wut ist kein Problem. Dass du dich nicht zurückhalten kannst. Dass du wahrscheinlich Könige einfach angreifst. Dass du machst, was du willst, ohne an die Konsequenzen zu denken. Das ist kein Problem? Antworte mir nicht. Denk einfach mal drüber nach. Und ich gehe weiter. Voll der Papa-Talk. Ich bin Perrin. Denk einfach mal drüber nach. Merkst du selber, ne? Nee, es ist kein Merkst du selber. Er soll ja, selbst drauf kommen. Ja, ist richtig. Ja. Gut. Ihr wart davor noch am Überlegen, wo Elaine wohin verschwunden sein könnte. Ja, ich weiß auch bis heute nicht, was es mit dieser Silbergeborenen auf sich hat. Ja, ich natürlich noch weniger. Sollten wir jetzt nicht nach den anderen gucken? Ach, Flint braucht seine paar Minuten. Sag mal, ist das immer so zwischen denen oder euch, dass ihr euch so in die Haare kriegt? Kann schon mal vorkommen. Weißt du, Flint ist seit nun etwas längerer Zeit nicht mehr ganz er selbst, will ich meinen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sein Glaube ihn auffrisst, sein Eifer. Ich verstehe. Und Perrin ist einfach ein Dickkopf. Aber das brauchen wir manchmal. Er stellt auf jeden Fall sehr viele Fragen. Das kann manchmal... Ja, das kann sehr nervig sein, ich weiß. Deswegen ist er ja auch ein Nervzwerg. Du hast es auf den Punkt gebracht, mein Lieber. Tja, was machen wir jetzt? Du bist ja noch ganz, ganz nass. Jetzt aber schnell raus aus den nassen Klamotten. ich bin hinterhergesprungen. Muster ihn so von Kopf bis Fuß und sagt dann nichts mehr. Kommen die anderen? Ja, da könnte ich. Ich überlege gerade, ob das ein echter Sonnenblut ist, den du. Hey, Flint hat anscheinend neue Anhaltspunkte. Hast du? Also, es bringt nichts. Habt ihr das auch gemacht? Das war Elor. Patze? Nein. Papa Patze? Das war Pelor, war das. Pelor. Ich habe soeben eine Nachricht von Pelor erhalten. Danke, dass Sie sich zum Pelor-Newsletter angemeldet haben. Auf pelor.de/steady können Sie mich unterstützen. Mit täglichen Goldmünzen. Wie unangenehm. Verzeihung. Es bringt nichts, wenn ich hier von A nach B renne. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was wir wissen und anhand dessen überlegen, wo er sein könnte. Und wo Eleni sein könnte. Hast du eine Idee? Eine Vermutung? Wir wissen ja nicht, wo er hin teleportiert sein könnte. Naja, irgendwo hier in Hordingsburg. Sicher. Weit kann er nicht sein. Du weißt sicher, dass man für lange Distanzen viel Zeit braucht. Man muss einen Kreis ziehen,
muss man vorbereiten, man braucht die Materialien. Ja, es gibt ja auch Kreise, die es schon gibt. Ja, gut, aber nicht unter Wasser. Das heißt, wir müssen die Stadt abriegeln lassen. Richtig? Medas. Ja, haben wir die Befugnis dazu? Nein, aber Etienne. Herrin, was meinst du? Klar, ob Etienne auf dich hört, ist die nächste Frage nach dem, was du gemacht hast. Die andere Frage sollte sein, ob es hier einen Teleportationskreis gibt, den wir vielleicht besuchen sollten. Vielleicht gehe ich zu Etienne und ihr geht zum Teleportationskreis. Kann man... Aber wen von den Nasen soll ich mitnehmen? Entschuldigung. Oh. Du hast mich schon verstanden. Boah, da fällt mir gerade ein, nur weil es mich gerade interessiert, wenn ich das gesehen hätte mit dem Teleport-Ding und nicht Perrin, hätte ich Gegenzauber wirken können? Weißt du nicht. Oh. Nee, aber was meine eigentliche Frage ist, weil... In Episode 16. Ja, genau. Nein, wenn ich da besser gewürfelt hätte. Weil ich nicht weiß, wie effektiv die Stadt abriegeln ist, wenn er sich sowieso mächtiger Teleportationszauber bedienen kann. Entschuldigung. Was raus? Furz gibt doch es, noch gibt es so etwas wie eine antimagische Kuppel oder sowas? Gibt es so ein Konzept? Um Magie zu verhindern? Genau, dass zum Beispiel eine Stadt wirklich auch magisch abgeriegelt werden kann. Kannst du ja noch Gobius fragen? Das würde mich mal interessieren. Die ganze Stadt ist schon sehr heftig. Ja. Aber natürlich, also die sind auch Zonen bekannt, wo keine Magie gewirkt werden kann, wo die magischen Stränge verbannt werden. Oder auch Materialien, die benutzt werden, um Räume zu erschaffen, in der keine Magie möglich ist. Und so. Aber das ist eine ganze Stadt zum Beispiel, davon habe ich noch nicht gehört, dass sowas mal gemacht wurde. Ist wahrscheinlich auch zu aufwendig. Ne? Zu ja, es würde immense Artefakte. Ich dachte, vielleicht gibt es sowas so Meister, Hofmagier, die sich dann alle zusammenstellen, die Hände in die Luft heben. Wäre auf jeden Fall sehr außergewöhnlich. Ja, okay. Okay, nee. Gut. Ich glaube, so einen Aufwand betreiben die dann doch nicht für die Cousine. Also, was meint ihr? Ich gehe zu Etienne und ihr guckt, ob ihr einen Teleportationskreis hier findet und schaut, ob Kortos versucht, sich wegzuteleportieren. Wir müssen schnell handeln. Das wird ja sicherlich Dantos wissen, oder? Eine gute Idee. Dann fragt Dantos und ich suche Etienne. Aber geh nicht allein. Ich werde Dantos fragen, wo Etienne ist. Dann gehen wir alle zu Dantos. Und dann teilen wir uns auf. In Zweierteams. Ich nehme Jiri mit. In Ordnung. Bin ich mit ihm noch verbunden? Du bist mit ihm noch verbunden, ja. Und ich denke, dass Medrash mich hört, weil ich dir vertraue, dass du auf Flint aufpasst. Jiri vertraue ich nicht. Oh. Guter Plan? So machen wir das. In Ordnung. Das heißt, auch zu Dantos. Ihr geht zu Dantos? Wir gehen alle zu Dantos. Wir gehen alle zu Dantos und dann teilen wir uns auf. Okay. Flint, machen wir einen Weisheitswurf. Ja, ich bin da nicht drauf vorbereitet. Das ist okay. Einen normalen Weisheitswurf? Ja. 6? Das ist wenig. Dann habe ich nichts gesagt. Oh nein. Gut, ihr geht rüber. Du möchtest immer noch, dass wir von selbst drauf kommen, wo er hin sein könnte, ne? Geht's darum? Hat er darauf gewürfelt? Nee, das ist was komplett anderes. Okay, alles klar. Würdest du gerne als Notizen Untertitel reinschreiben, damit die Zuschauerschaft weiß, was ich von euch will? Oder was ich denke, was ich euch erzählen will. So. Was du von uns willst? Nee, was ich euch erzählen will. Ah, okay. Aber... Mir auch? Nö. Ich fühle mich da bisher gar nicht mit verbunden. Mist, ey. Okay. Wir kommen in der Welt der Rätsel von Alexander Karnstedt. Hi. So geht's uns alle paar Folgen mal wieder. Ihr geht rüber zum administrativen Trakt des Bergfrieds und habt dort
die Schreibstube von Dantus, in der Etienne auf und ab geht, während Dantus in Schriftstücken wühlt und kommt dort an. Verzeiht, wir haben vielleicht eine Idee. Ja, schon wieder. Ihr seid immer noch in meiner Burg. Ja, und wir versuchen weiterhin eine Lösung zu finden. Wofür denn? Korthos. Korthos ist das einzige Ziel, das wir aktuell erreichen können. Er muss noch in der Stadt sein. Weshalb? Habt ihr nicht gesagt, er ist... Ihr habt ihm das erzählt, ne? Wo Korthos hingefallen ist und so? Ich hab gesagt, wir haben gesehen, dass er sich wegteleportiert hat. Ah. Aber er kann ja nicht, er kann sich ja nicht weit teleportiert haben ohne Vorbereitung. Er ist ins Meer gefallen, sagte dir. Ich bin hinterhergesprungen. Ich habe gesehen, wie er sich aus dem Meer wegteleportiert hat. Dann kann er überall sein. Eben. Deswegen müssen wir eine weitläufige Suche starten. Hier? Nein. Heute, hier. Warum sollte er noch in der Stadt sein? Er hat alles, was er braucht. Nein, hat er nicht. Moment. Ich fasse den Schild an. Also das Amulett. Ach, richtig. Was machst du mit deinem Amulett? Anfassen. Weil es hieß, er hat doch alles, was er will. Dann hat Perrin gesagt, das nein, hat er nicht. Und ich unterstütze das. Ich verstehe. Moment, er weiß mehr, als wir glauben. Hast du gerade gesagt, Cousin der Silbergeborenen, dass er überall sein könnte. So, sind wir gerade jetzt bei Etienne. Ich bin mich schon gewundert. Und Dantus. Und Dantus. Und beide. Okay, alles klar. In der Stube. Hast du gerade gesagt, er könnte mit dir überall sein. Er hat alles, was er braucht. Und mit überall meinst du nicht innerhalb Hordingsburg, sondern, oder wie diese Stadt auch heißt, sondern überall auf Taia. Ja, natürlich. Wenn er sich teleportiert hat. Ja, aber ein Teleportationszauber geht nur für eine bestimmte kurze Strecke. Ohne Teleportationskreis kommt er nicht weit. Aber gibt es einen Teleportationskreis hier? Gibt es einen Teleportationskreis, das, was er sagt? Das, was sie sagt. Das, was wir sagen. Genau. Antworte. Die... Hollinsburg ist eine der ältesten Städte auf diesem Kontinent. Und es hat sich viel getan in diesen... an diesem Ort. Die Klippe gab es früher nicht. Es gab einen verrückten Gelehrten, einen abtrünnigen Schüler von Nogovius dem Älteren, der mit meinen Vorfahren zusammengereist ist. Die eigentliche Stadt befindet sich unter der Klippe. Und dort in den Ruinen gab es auch einen Teleportationskreis. Gibt es einen Zugang? Es liegt im Wasser. Kein Problem. Und komplett unter Wasser? Ja, ziemlich genau unter der Burg. Aber es war mein erster Gedanke, als ich hörte, dass er sich dort teleportiert hat, aber... Wenn das dein erster Gedanke war, Cousin, warum hast du uns da nicht schon früher von erzählt? Zum Beispiel, als er dich an die Wand gedrückt hat. Das wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen. Da hatte ich vielleicht ein paar andere Sachen in meinem Kopf. Andere Sachen? Hört auf zu streiten. Vielleicht gibt es ja unter der Stadt eine Kammer, die nicht unter Wasser liegt. Vielleicht ist ja aus irgendwelchen Gründen genau irgendeine Kammer mit Luft gefüllt. Wäre das möglich? Das kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es dort aussieht. Das heißt, von der Burg direkt gibt es nichts nach unten. Als Kinder sind wir da getaucht. Also es ist ein Überhang dieser Klippenburg. Da oben ist die Burg. Mhm. Und hier unten ist Wasser. Mhm. Aber in diesem Wasserbereich war die frühere Stadt. Und da hat es wohl einmal Bang gemacht und dann hat sich die Klippe gebildet. Und es hat Zoom gemacht. Ähnlich wie Taia entstanden ist. Nur ein klein. Ich könnte gucken, wie es da unten aussieht. Dann bin ich allein. Ich glaube, keiner von euch kann mich begleiten. Kannst du unter Wasser atmen? Ja.
Ich kann mich verwandeln. Ich kann das auch. Hey, stimmt. My time is gekommen. Wasserhandlung. Yes, ich kann das sogar. Okay, da müssen wir Ruby aber, glaube ich, aufklären. Er ist Magier. Er kann sich Schriftrollen kaufen oder finden und sich dann in sein Magierbuch Zauberer eintragen. Okay. Und den ersten Zauber, den er, glaube ich, gefunden hat, den Alex ihm gegeben hat, war Wasseratmung. Okay. Und dann hat er irgendwie 20 Folgen später nochmal 3 Schriftrollen bekommen und eine davon war Wasseratmung. Kelly nur so, nee, Moment, den habe ich schon. Und Alex so, ja, und? Ja, aber gib mir einen anderen. Der liegt da halt. Und jetzt der große Moment. Ja! Dann gehe ich mit Medrasch. Oder könnt ihr irgendwie unter Wasser atmen? Kann sie unter Wasser atmen? Alex sagt nein. Wüsste ich jetzt so nicht. Ist lustig, weil ausgerechnet die Person, der ich die Schriftrolle gegeben habe, ist nicht da. Ja, aber... Alle ihre Sachen sind ja bei der Tasche. Liegt doch noch ein Traumfänger am Thronsaal. Ah. Den packe ich mal ein gleich. Wenn wir da. Ich habe Eleni mal eine Schriftrolle zur Wasseratmung gegeben, weil ich sie nicht mehr brauchte. Bringt es? Also, gut, dann hole ich sie raus. Ja, ich hab ja ihr. Und ich habe sie, die Schriftrolle. Bringt dir das irgendwas? Gib sie dir? Wenn das nicht auf deiner Zauberliste steht, kannst du es nicht nutzen. Du kannst nur nutzen, wenn es auf deiner Zauberliste steht. Ach so. Also bei Baldur's Gate. Ja. Also es bringt nur dir was im Endeffekt, ne? Also aber er hat es auf seiner Zauberliste. Er kann es wirken, aber muss es nicht auf sich selbst wirken, meine ich. Du könntest auf wie viele Personen kannst du denn Wasseratmung wirken? Gucken Sie sich diesen Zauber doch mal an, Herr Drasch. Herr Drasch? Ich, als ob ich jetzt seinen Nachnamen sage. Herr Oakley. Bis zu 10 bereitwilligen Kreaturen, die du sehen kannst. Ja. Für 24 Stunden. Wow, ich kann das auch alle. Oclestintialorius. Ich weiß, Oclestintialorius. Ich kann uns alle unter Wasser atmen lassen. Sehr gut, dann muss ich... Ja, gar nichts machen. Muss ich ja gar nichts machen. Genau. Und Alex so, ich habe seit 60 Folgen auf diesen Moment hingearbeitet. Ja, dann los. Wir müssen. Gibt's einen sicheren Weg nach unten? Ja, über den Hafen. Wir versuchen, Kortos zu finden. Ich weiß nicht, ob wir ihn stellen oder töten können, aber wir setzen uns auch für euch ein. Wenn ihr ihn stellt, dann komme ich mit. Der zieht sein Schwert. Sieht er kampferprobt aus? Er weiß damit umzugehen, ja. Okay. Etienne, du bist jetzt der König wahrscheinlich. Ist das so bei euch? Sorry, Perrin muss ich fragen. Nein, wir losen immer. Ey, lasst ihn antworten. Berechtigte Frage. Na, Dantus sagt, das ist korrekt. Dein Volk braucht dich. Lass uns ohne dich gehen. Wenn du uns unterstützen willst, dann hast du vielleicht noch irgendwas anderes, was uns helfen könnte. Aber du solltest hierbleiben und dich drum kümmern, was hier passiert ist. Wenn ihr etwas braucht, dann etwas Konkretes, dann gebt mir Bescheid. Bessere Rüstung. Geld brauchen wir nicht. Brauchen wir irgendwas Spezielles? Jetzt für diese Mission. Heiltränke. Heiltränke? Mhm. Also, definitiv Heiltränke. Alternativ könnte ich mich jetzt auch noch heilen. Schatzkammer leider nichts zu finden. Okay, out of character. Was für ein Bumsladen ist es, dass die keine Heiltränke haben? Die große Party ist aber keine Schatzkammer. Da müssen wir erstmal zur Garnison gehen. Ja gut, das kriegen wir wohl hin. Ich wollte gerade sagen, monatlich hier Partys machen und keinen Heiltrank. Das Gold nehme ich aber auch. Medrasch. Brauch kein Gold, um den zu stellen. Nein, wir brauchen kein Gold.
Na gut. Aber Heiltränke wären sehr gut. Er winkt dann tostlos und setzt sich selber an diesen Tisch und legt seinen Kopf in seine Hände. Etienne, wir haben schon so manche Krise mitbekommen, erlebt und gelöst. Falls wir dir auch helfen können oder du irgendwas brauchst und es in unserer Macht steht, können wir versuchen zu helfen. Naja, er nickt nur schwach. Warten wir jetzt auf die Heiltränke? Ja. Dantus gilt sagt, das als kurze Rast? Dantus sagt, er besorgt euch das und dass ihr schon mal einen Weg außerhalb der Burg herunternehmen sollt, der an der Klippe vorbeiführt. Ich wollte sagen, Dantus, wir treffen uns am Hafen. Ja, ja, also Zeit sollten wir da jetzt nicht verplappern. Ja. Nee, also ihr bewegt euch da schon mal. Könnt euch da schon mal lang bewegen, an der Klippe entlang, bis ihr unten dann am Kaiufer ankommt. Mhm. Und er würde euch dann... Gibt's auch ein Uwe-Ufer? Dort finden, nein. Ja, trotzdem mal so ein kleines Allerschmerz vergeht im Licht hinter euch. Ihr könnt eine kurze Rast machen. Ach so. Ja, ja. Also dadurch, dass ihr jetzt nicht kämpft, dass ihr relativ entspannt hier euch bewegt und kurz mit Rast. Leuten redet. Ich weiß ungefähr, aber wenn ich dann wieder beim... Erklär das doch, teile das doch mit der ganzen Klasse, dann wissen alle, wie das geht. Bei einer kurzen Rast in Dungeons & Dragons hat man seinem Level entsprechend Trefferwürfel. Diese Trefferwürfel sind die gleichen Würfel, die man beim Level-Up benutzt, um Lebenspunkte bzw. Trefferpunkte zu bekommen. Diese Trefferwürfel sind eben der Menge an Level, die man in einer gewissen Klasse hat. Diese kann man bei einer kurzen Rast komplett ausgeben oder so oft, bis man volles Leben hat. Und bei einer langen Rast kriegt man die Hälfte abgerundet seiner Trefferwürfel, die man, um sich sein Leben bei einer kurzen Rast aufzufrischen, wieder zurück. Zurück ins Studio. Das heißt, du darfst jetzt einen deiner Trefferwürfel würfeln. Sie darf so viele würfeln, wie sie will. Plus Konstitution. Genau. Und dann gucken, ob dir das reicht. Und danach darfst du noch einen würfeln. Genau. Und noch einen, bis du keinen mehr hast. Und immer also plus Konstitution. Jeden, du hast W8. Und du würfelst jetzt so oft, bis du deine Lebenspunkte wieder hast, so wie du willst. Plus und rechnest auf jeden deiner Würfel drauf. Entschuldigung, der Achter ist... 10 Stück hast du, weil du 10 Stufen hast. Ja, richtig. Ich würde dir aber der Schnelligkeit haben, vielleicht den kurz. Ja, das ist schon mal fertig. Plus Konzentration? Ja. Ich meine ja, ich gucke gerade mal nach. Aber warte, ich zähle die Würfel mit. Okay, ja. 3 insgesamt. 7. 10. Kannst Würfel mal höher. Oh Gott, 13. Ja, geht doch. 19. Ey, das gibt's nicht. Ach ja, nee, doch, stimmt, 19. Oh, sehr gut. Yes. 26. Das ist bei 50 Lebenspunkten aktuell. 26 plus 4 sind 30. Oh Gott, 33. Ich sag doch, ich bin schlecht. Auf jeden W6. Yes. Sehr gut. 41. Aha. Das war aber schon dein 9. Würfel, den du ausgegeben hast. 47. Warte kurz, rechnen wir mal kurz. Du bist erst bei 71. 71 Trefferpunkte. Kann dir auch reichen. Also du kannst auch aufhören. Und warte. 71, dann bist du bei 76. Warum sollte ich auch? Oh Gott, dann bist du bei 78. Du hast noch 2 Würfel. Oh Gott, dann bist du bei 80. Einen Würfel hast du noch. Aber sollte ich die nicht alle aufbrauchen? Doch, ist doch du kannst es vollkommen. Ist doch sinnvoll. So, hast du 84 Lebenspunkte. Okay, krass. Wow. Das tat weh. Entschuldigung. Also 84, das ist auch schon inklusive der 24, die ich noch hatte. Ne? Genau. 60 mit 14 Würfel. Ja. Aua. Habe ich die temporären noch? Vom Level-Up, den haben wir jetzt dazu bekommen, ne? Level-Up ist jetzt drauf, ja. Und ihr kriegt natürlich auch die Mondlicht-Zeremonie temporären Trefferpunkte alle 6 Sekunden wieder. Nice. Das heißt, gehen wir davon aus, dass ihr davon bei 12 sind. Geht ihr davon aus, dass ihr 12 habt, ja. Du bist sexy heute. Ja. Flint nicht. Wollte ich auch nicht. Kann ich mal unterwegs mal einmal in meinem Kopf nach Eleni rufen? Kannst du machen, aber es gibt keine Antwort. Du spürst keine Verbundenheit. Das wäre supi gewesen. Das wäre mein Weisheitswurf gewesen, um das zu erkennen. Aber jetzt hast du es selber geprüft.
um etwas dramatischer zu formulieren, du spürtest die Seele die materielle Ebene verlassen. Was? Tim, hast du gehört? Hab's gehört. Beren hat sie mitbekommen. Ich konzentriere mich auf mich. Ich habe volles Leben. Gerade eben bei dem Versuch, die Verbindung zu Eleni zu spüren, habe ich gespürt, dass sie nicht mehr auf der materiellen Ebene verweilt, die Seele. Ja. Das heißt, dass sie auf einer anderen Ebene ist. Ist eine Interpretation, ja. Ja. Die wahrscheinlichere ist eine andere. Dass sie nicht lebt. Ja. So, Kinder. Das spüre ich gerade. Das spürst du, als ihr die Treppen runtergeht und versuchst, sie zu erreichen. Willst du diese Erkenntnis mit deinen Freunden teilen? Nee, die muss ich erstmal verarbeiten. Ja. Entschuldigung. Ich melde mich dann. Du kennst Flint noch nicht so lange, ne? Ja, ihr trefft unten an der Kaimauer ein und über euch thront die Hordingsburg, wirft inzwischen einen großen Schatten des Mondlichts auf euch runter. Es ist ja immer noch Nacht. Und du kannst ungefähr ausmachen anhand des Fensters, wo du wohl unten ins Wasser gefallen bist. Müssen ein bisschen rausschwimmen. Dann wirke ich Wasseratmung auf. Das hält ja 24 Stunden. Mit Hilfe der Schriftrolle. Nee. Ach, du kannst selber. Ich hab's gelernt. Ah, perfekt. Ja. Das ist ja noch besser. Ja. Ja. Dann erhaltet ihr alle die Möglichkeit, für einen Tag unter Wasser zu atmen. Für einen Tag? Wow. Geiler Typ. Bei Perrin tue ich nur so. Ja. So. Nein, du kannst ja eh schwimmen, ne? Du kannst eh unter Wasser atmen, oder? Nein. Nee, kannst du nicht? Nein. Ach so? Ich habe mich verwandeln müssen. Ach so. Nee, nein. Alles gut, ich mache nur Spaß. Die Luft anhalten. Aber nur halb. Ein Lungenflügel. Was für Heiltränke kommen denn auf uns zu? Noch keine, weil ihr ja schneller wart als er. Gut. Ihr könnt warten, wenn ihr wollt. Okay, wollt ihr warten? Das ist meine Frage. Ja. Okay. Ja, dann. Heiltränke. Ja, dann müsst ihr dann eine Viertelstunde warten, bis Dantus dann mit einem kleinen Säckel ankommt und euch 6 normale Heiltränke gibt. Also die Vierer. 2W4 plus 2? 4W4 plus 2. Plus 4. Ja. Ich habe sie jetzt nicht hier. Aber ich das ist okay. 2 für Medrash, 2 für dich, einer für mich, einer für Jiri. Ist nicht mehr da. Deswegen suchen wir sie, ja. Perrin. Ja. Sie ist nicht mehr da. Flint, ich brauche mehr Worte. Ich spüre, dass sie nicht mehr auf dieser Ebene ist. Die Verbindung zu ihr. Weg. Es ist anders. Es ist eiskalt. Bist du dir sicher, Flint? Ja. Ganz sicher. Beruhige dich. Er hat dir etwas angetan. Er hat dich umgebracht. Das wissen wir noch nicht. Meine Narbe auf der Augenbraue fängt an zu gleißen zu leuchten. Mein Blick verfinstert sich. Flint? Flint, beruhige dich. Wir finden sie. Wir wissen nicht, was passiert ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich trete 3 Schritte zurück. Wir müssen ruhig bleiben. Und je früher wir sie finden, tot oder lebendig, desto mehr können wir für sie tun. Ich stoße dich weg. Flint, wenn du nicht klar denken kannst, hilfst du uns nicht.
Du bringst uns nur in Gefahr. Wir müssen auch in dieser Situation klar denken. Ohne eine Vorbereitung, ohne dass wir blind drauf losstürzen, bringt nichts. Atme durch und denk dran, dass du ihr helfen willst. Du hilfst ihr nicht, indem du blind voranstürzt. Nur weil du sie auf dieser Ebene nicht mehr gespürt hast, ihre Seele, heißt das nicht, dass sie tot ist. Es kann auch sein, dass sie sich auf einer anderen materiellen oder auf einer anderen Ebene befindet. Was Jerry sagt. Und wie oft haben wir dem Tod ins Gesicht gelacht. Wir kriegen Eleni wieder, aber beruhige dich. Lass dir nichts von ihnen einreden. Hört Flint. Du fühlst das Richtige. Du fühlst das, was du fühlen musst. Vielleicht ist sie wirklich zurückzuholen. Aber behalte dieses Gefühl. Der Streitkolben leuchtet auch ein wenig. Das fällt mir natürlich auf. Möglich ist das, ja. Come on. Mit 22 Wahrnehmung. Give it to me, baby. Ja, natürlich. Aber deine Narbe leuchtet auch, also es leuchtet. Aber der leuchtet in dem Moment kurz ein bisschen auf. Sehe ich eine Veränderung in deinem Gesicht, wo du das hörst? Es verfinstert sich. In dem Moment, wo der Streitkolben aufleuchtet. Ja, und die Narbe, die glüht. Die ist so gleißend hell, dass man eigentlich die Umrisse gar nicht so richtig erkennt. Mhm. Und es geht auch teilweise in so ein dunkles Rot über. Geht dann auch wieder zurück und wechselt so hin und her. Tatü. Wow. Flint. Ich zücke schon mal meinen Kolben. Habe ich nicht auch einen Streitkolben? Du hast einen Stab. Na, den Stab dann eben. Magier. So ist es. Was ist dein Plan? Reingehen, drauf losrennen, schreien. Gott, das gehört mir. Haben wir das mit dieser Stimme gehört? Ich vermute es. Von mir aus. Meinetwegen, aber dazu müssen wir ihn erst finden. Also verschwenden wir keine Zeit. Und ich mache einen Hechtsprung. Die Narbe hört auf zu leuchten. Hinterher. Stopp, haben wir schon die Heiltränke? Ja. Okay. Ich möchte die so verteilt haben, wie ich es gesagt habe. Ja, okay. Ich habe die euch einfach so in die Hand gedrückt. Klar. Ja. Du hast zwei, du hast einen. Genau. Ich habe einen. Dankeschön. 4W4 plus 4. 4W4 plus 4. Und platsch, ihr springt alle ins Wasser. Und schwimmt los. Mhm. Ist ein sehr fremdes Gefühl für die diesen Zauber noch nie erlebt haben. Wie sich die Lungen mit Wasser füllen und ihr... Ich hatte noch einen Heiltrank gebraucht. Ihr im ersten Moment glaubt, dass Medrash Quatsch gemacht hat mit seiner Magie. Na toll. Weil ihr glaubt zu ersticken. Oh Gott. Aber auf einmal dann wie selbstverständlich das Wasser aus eurem Mund ein- und ausgeht wie Luft. Und so könnt ihr euch unter Wasser nun bewegen, ohne Angst haben zu müssen, dass ihr erstickt. Können, oder ertrinkt. Können wir sprechen? Können wir uns vorher eine Rüstung angezogen haben, in der Zeit, wo wir vielleicht am Hafen gewartet haben? Ja, vielen Dank. Ich brauche unbedingt eine Rüstung. Du kannst wieder normal ausgerüstet sein, ja, das ist richtig. Die einzigen, die sich einfach unterhalten können, ist die Seelenverbindung. Ja. Aber Medrash hat ja auch andere Möglichkeiten sonst. Aber nö, also reden ist nicht möglich. Ich schwimme sowieso vor, weil ich ja weiß, wo es war. Mhm. Es ist dunkel unter Wasser, nicht wahr? Ja, es ist Nacht. Können wir nicht wieder was wirken? Eine einfache Illusion? Also, oder Licht, ja. Oder Licht. Medrash könnte ja Licht also, nicht. Unter Wasser wird deine Illusion nicht ausreichen. Okay. Da braucht es einen speziellen Lichtzauber für. Aber tanzende Flammen werden ja wahrscheinlich tanzende Lichter löschen, oder? Tanzende Lichter. Das sind magische Flammen. Lichter. Ah, also dann wirklich tanzende Lichter. Dann entstehen vier Lichtkugeln, die
die euch nun von verschiedenen Seiten beleuchten. Du machst das so, dass die ganze Gruppe umgarnt ist von diesen vielen Lichtern, nehme ich an. Ich schwimme voran, weil ich ja eh schneller als jeder schwimme. Ja, stimmt. Und zeig ihnen, wo sie verschwunden sind. Ja, das ist auch nicht so schwer zu erkennen, dass unter diesem Punkt, wo du das Licht gesehen hast, du musst ein bisschen suchen, dich orientieren, nach oben gucken, dass sich dort tatsächlich Ruinen befinden auf dem Meeresgrund. Und auch an der Stelle ein magischer Kreis in diesen Ruinen sich befindet. Ich ziehe Medras dorthin. Ja, du erkennst einen antiken Teleportationskreis, der offenbar auch durch Runen im Boden natürlich gespeist wird, zusätzlich aber auch durch drei Säulen, die im Dreieck dort drumherum aufgestellt sind und die Kristalle auf diesen Teleportationskreis zeigen. Braucht man für diese Art von Teleportationskreis eine Materialkomponente, um den Zauber wirken zu können? Musst du mal analysieren mit Arcaner Kunde. Analyse, Analyse. Ich würde ja Jiri dich helfen lassen. So, das wollte ich gerade fragen. Aber ich bin doch ihr könnt nicht kommunizieren. Doch, ich kann Gedanken. Ich muss ihm ja gar nichts zeigen, ich kann ihm ja alles sagen. Medras, hier war das, schau mal. Ja, du kannst auch selber dann natürlich eine Verbindung auf, wenn du das mit ihr besprechen möchtest. Ja. Dann könnt ihr das. Ja. Wir drei unterhalten uns im Flinterleben so. Ja, also Medras kann eine telepathische Verbindung mit dir aufrechnen. Jiri, sieh mal. Nur in Gedanken zu dir. Klaro, sicher. Glaubst du, dass man für diese Art von Teleportationskreis eine Materialkomponente benötigt? Ihr überlegt beide mit einem... entweder ihr würfelt selber keine Kunde oder Medras würfelt mit Vorteil. Das dürft ihr entscheiden. Warte mal. Ja, aber das ist ja gut. Ist ja also, Meter, weiß ich nicht. Also, aber Medras ist auch sehr gut. Was ist besser? Würfeln. Nee, ich bin sehr schlecht im Würfeln. Ja? Würfeln? Achso. Aber Kelly auch. Kelly auch. Also. Echt? Oh, nein. No. Aber es wird schon. Du schaffst es. Medri, let's go. And? Wow. Das ist wirklich... Mit Vorteil. Das ist... Ja, ja. Ja. Eine 1 und eine 3. Ja, das ist nicht so viel, ne? Nee. Ich hab's gesagt, Kelly auch. Ja. Mit du hast mir nicht geglaubt. Ich habe eine 10, also 10 sind es dann. Also insgesamt? Ja. Hast du nur plus 7? Nein, plus 7. Ach ja, stimmt, du bist ja kein Schurke. Nee, nicht du bist ja nicht so wie bei Eleni, wo plötzlich so ein plus 13. Also sie hätte ja plus 8 gehabt, ich sage ja. 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 Darf ich einfach nur aus Interesse würfeln mal ein B20? Das funktioniert nie, das wird dann immer gut. Das kippelt, musst du nochmal. Eine 8 wäre es gewesen. Naja, das wäre eine 16 gewesen, immerhin. Ja, ich wollte natürlich eine 20. Du willst es dann aber auch. Du willst dich auch ärgern. Ja, ja wirklich. Du analysierst das eine Weile, ihr analysiert das beide gleichzeitig. Und es ist wieder genauso wie auf der Lichtung von Vences, wo es eine so andere Art von Magie ist, dass es dir sehr schwer fällt, so direkt zu erkennen, wie sie funktioniert. Ja. Das heißt, du machst dir erstmal Gedanken, du analysierst das, du oder ihr beide nehmt auf, wie das hier gestaltet ist, versuchst die Runen zu erkennen, zu entziffern. Und ihr kommt immerhin zu dem Schluss, dass die Kristalle gemeinsam wohl als eine Art Fokus für diesen Kreis genutzt werden. Aber wie man daran arbeitet, müsstet ihr noch weiter forschen. Gut. Dann nehme ich Kontakt mit Perrin auf und frage noch mal, ich weiß nicht, ob das schon... Hört alles. Ich höre alle, ich höre euch, ich belausche euch die ganze Zeit. Auch? Ja. Genau, auch das ist ja, ihr. Okay. Perrin, das war genau die Stelle, in der sie verschwunden sind. Genau hier. Ja, dann ist er über alle Berge. Ist das so? Das Teleportationskreis ist, kann er überall sein. Shit.
Verdammt. Vielleicht sollte ich mal Patz aufnehmen. Ich meine, Flint. Wie sagen wir das? Wie sagen wir das Flint? Ich sag's ihm. Scheiße. Das hörst du in deinem Kopf. Flint. Da ist ein Teleportationskreis. Sie könnten überall sein. Ich weiß leider nicht, wie wir ihn verwenden können. Dafür brauchen wir mehr Zeit. Kann ich antworten? Mhm. Ja. Wie kann ich helfen? Mir fällt tatsächlich nichts ein, oder? Wüsste ich was? Du überlegst... Ich kann ja auch mit ihm sprechen jetzt, ne? Na, warte. Du überlegst, schaust dich um. Und... blickst noch einmal fragend in diesen Teleportationskreis. Du siehst, wie Jiri an einem der Kristalle herumschraubt und rumarbeitet und vor allem mit ihrer rechten Hand daran dreht und Sachen tut und dieser Kristall beginnt zu leuchten. Und da endet diese Episode der Dice Actors. Oh. Ist doch nicht dein Ernst? Doch. Ohne, dass Rieke sich verabschieden darf noch einmal, aber die sehen wir in der nächsten Episode dann wieder. Wie viele Lebenspunkte hat sie eigentlich gekriegt? Habt ihr es gemacht? Zwei geworfen, also drei dazu gekriegt. Nein. Ja, naja. Wie dem so ist. Spannendes Nachbeben nach der letzten Episode. Es bleibt spannend. Wir gucken, wie viel magische Leckereien Patze noch in seiner Dose hat. Für alle, die Podcast hören, schaut doch mal in diese Episode rein, wenn ihr wissen wollt, was das bedeutet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Tschüss.